Das ist total ungewohnt hier, den Stream zu übernehmen. Das ist das erste Mal. Aber ich glaube, das hat jetzt gut geklappt. Dann wünsche ich euch einen schönen, was mal hier herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend, wie immer. Und genau, hier sind wieder Carolina und Horistas live on Twitch. Genau. So. Horistas, sag mal Hallo. Hallo, Servus und Abend und Grüezi. Herzlich willkommen zur Tagesschau, oder? Ja, genau. Also ich bin So, jetzt hier auf ja. Horizon gerade. Gut. Und wo treibt der Horistas sich rum? Ich bin, ich glaube, 30, knapp 40 Millionen Kilometer, ne, 31 Millionen Kilometer weg. Ich bin in Hurston. Ja. Okay. Bin hier ein bisschen in der düsteren Teil der Galaxis. Nicht auf der Sonnenseite wie du. Oh. Ja, ich bin immer auf Ja. der Sonnenseite. Ja, das habe ich mal gedacht. Aber ich komme, ich komme, ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, wir treffen uns Und einfach. genau. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Ja, also ich kann dir als erstes mal sagen, was du machst. Du kannst Ja. als erstes mal wahrscheinlich dein Inventar angucken. Ja. Weil nach der 320, wenn du bist das erste Mal jetzt drin, Genau. ist alles, ja, alle Sachen, die du über irgendwo gelootet hast, jetzt in deinem Hauptinventar, also hier in Horizon. Das heißt, alles, egal wo es war, ist jetzt hier zusammen. Und es kann sein, dass du dann ein wenig viel jetzt in deinem Inventar hast und ein wenig mal Ordnung schaffen müsstest. Oh. Schauen wir mal. Oh. Hallo Wisschen, guten Abend. Also gucken wir mal, was ich da so habe. Ordnung schaffen, wie mache ich das da? Ordnung schaffen. Es gibt hier in Star Citizen zwei Möglichkeiten. Nee, drei Möglichkeiten. Verkaufen, wegschmeißen oder die Sachen stacken. Also aufeinander stapeln. Und schlimm in Star Citizen ist, das muss man alles manuell machen. Das ist leider was, was ja noch nicht geht. Das ist gerade stacken. Oh nein! Ja. Ich muss Und wenn daheim doch ich. schon immer aufräumen. Ja, siehst du, dann bist du es ja gewohnt, dann kannst du das richtig gut jetzt. Oh. Ja, wo fange ich da dann an? Also da ist alles Mögliche drin. Genau, wo ich anfangen würde, ist jetzt als erstes mal, dass du oben den Filter verwendest und nicht alles dir gleichzeitig anguckst. Also ich würde zum Beispiel jetzt einen Filter mal auf, keine Ahnung, Utilities oder Rüstung oder sonst irgendwas machen. Utility. Machen wir das mal. Guck hier. Das sind lauter gleiche Sachen. Genau, Multitool. Multitools. Das sind aber leider nicht gleiche Sachen. Das ist auch so ein kleines Problem. Sind wir wieder bei den nächsten Problemen. Weil du kannst die meisten Multitools nicht stapeln. Okay. Weil es sind ja Multitools, gibt es ja welche, die haben ein Traktor-Attachment drin. Dann dieses Reparatur-Attachment haben sie drin. Das Mining-Attachment, das Heilungs-Attachment. Und es gibt Multitools ohne Attachment. Genau. Schön. Und genau, und du kannst nur Multitools stapeln, die wirklich gleich sind. Das Problem ist, das siehst du von außen nicht. Ja, weil wenn ich da so drüber gehe, da kommt ja überall das Gleiche. Genau, deswegen, das ist Ach ja. je, das ist mir schon wieder zu kompliziert. Ach, kompliziert wird's erst alles. Hallo, wir sind ich. Den Putzfimmel. Ja, ich muss hier ja nichts putzen. Ich muss ja anscheinend hier irgendwas sortieren. Ja, und Ja. Firefox, ja, es ist halt direkt am Anfang, das sind dann wirklich diese Probleme, die es in Star Citizen momentan wenig gibt. Wenn man es mal erledigt hat, dann werden die Probleme weniger. Aha. Aber muss man das sortieren? Muss man nicht, muss man nicht. Also wenn ich mir angucke, dass du jetzt so grob geschätzt mal so 20, 25 Traktor-Tools, nicht Multitool hast, dann ist das ja relativ überschaubar. Ja, Genau, ich weil bei glaube, das können mir, wir so lassen. waren es ungefähr 400. Oh, krass. Und hier, weißt du, da wo nichts anzeigt wird? Wieso wird da eigentlich nichts Da gelesen? ist einfach die Grafik nicht richtig geladen. Da musst du mal gucken, was da drin ist. Dass, wenn du mit der Maus drüber gehst, Ja, dann siehst du es. ja, ja. Okay.
Schauen wir mal, was sonst noch. Ob ich passiert sonst ab und zu. Aber weißt du, so viele Sachen. Naja, ja gut, schon ein paar habe ich, aber natürlich nicht so viel wie du wahrscheinlich. Das stimmt, genau. Also, ja, wie gesagt, ich denke, bei dir geht's. Und da musst du dir aber jetzt erstmal keine Sorgen machen. Aber wie könnte ich jetzt da irgendwie was stapeln machen? Stapeln, indem du gleiche Sachen übereinander ziehst. Also, ganz einfach. Genau. Aber es müssen wirklich gleiche Sachen sein. Jetzt steht hier, zwei. Ich habe gerade da den Helm. Genau. Okay. Genau. Und zum Beispiel, das nächste ist dann, wenn du zum Beispiel jetzt Rüstungen nimmst, die kannst du meistens auch nicht stapeln, weil jede Rüstung hat ja zum Beispiel ein eigenes Inventar drin. Du kannst ja zum Beispiel in eine Brustrüstung irgendwas reintun. Und wenn die nicht komplett leer sind, wenn irgendwas drin ist, dann kannst du das nicht stapeln, weil du kannst nicht eine Rüstung, wo zum Beispiel ein Medpen drin ist, mit einer Rüstung, in dem eine Munition drin ist, kannst du nicht stapeln. Ah, okay. Ja, ich wollte zum Beispiel, hier zum Beispiel da die zwei Beinpanzer, die rosanen. Ja. Die schauen ja echt gleich aus, dann kann ich doch. Warum nicht? Genau. Weil da irgendwas Wie gesagt, weil das momentan irgendwie nicht richtig funktioniert mit dem Ding. Auch wenn sie zum Beispiel jetzt wirklich leer sind oder so, kann man die nicht stapeln. Auch hier die beiden. Also du kannst Rüstungen stapeln, wo kein Inventar haben, die kannst du auf jeden Fall stapeln. Helme, Arme kannst du gut stapeln. Ja, aber guck, ich wollte jetzt zum Beispiel die Helme. Das sind ja zwei gleiche. Ja, genau. So. Dann hast du... Okay, dann sind wir wieder, obwohl ich es jetzt eigentlich vermeiden wollte, beim Problem, weil das ist dann einfach, wenn der Server mal ein bisschen hängt, dass es dann nicht so ganz geht. Egal, ist wurscht. Da gibt es wie soll man sagen, so ein paar Workarounds. Du könntest zum Beispiel jetzt die Helme in ein anderes Inventar ziehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Schiff bist, kannst du die Helme in dein Schiffsinventar ziehen. Und wenn du sie einmal von einem zum anderen Inventar bewegt hast, danach kannst du sie wieder stapeln. Ach Gott. Verrückt. So, wir lassen aber jetzt die Probleme, oder? Ja, genau. Ich mache das jetzt schnell zu wieder. Genau, dann würde ich sagen, hol dir ein Schiffchen. Ich bin auf dem Weg zu ein dir. Ein Schiffchen. Und hallo Bernie. Guten Abend. So, dann laufe ich mal los und schau mal. Wenn da mal die Tür aufgeht. Irgendwie geht die Tür nicht auf. Irgendwie geht bei mir auch gerade nichts. Was ist das jetzt schon wieder? Jetzt doch. Man muss nur Geduld haben. Ich habe immer echt viel zu wenig Geduld. Nee, ich habe eben eher gedacht, dass wir ein 30k hätten, aber war doch nicht noch, so. Noch nicht. Kommt noch. Kommt noch? Bestimmt. Aber wir wollen es mal nicht verschreien. Ja, Bernie, schon wieder Montag. Das geht immer so schnell vorbei. Aber gut, letzte Woche, da habe ich auch am Dienstag gestreamt, deswegen ist es natürlich auch schneller wieder Montag. Okay, aber bei mir geht trotzdem irgendwas nicht. Also ich kann mein Mobi-Glas nicht aufmachen, gerade. Muss nur ein bisschen warten. Na, ich habe schon lang genug gewartet. Hier braucht man aber Geduld. Hallo Cowboy, guten Abend. Und ich sehe auch gerade bei mir in meinem Schifffeld was. Was? Die eine komplette Seite. Oh je. Ja, dann passt wirklich irgendwas nicht. Oder du hast was kaputt gemacht. Ich mach doch nie wegen nichts kaputt. Doch. Kann doch gar nicht sein. Stimmt, niemals. Niemals. Das kann doch nicht sein, dass ich was kaputt mache hier. So, ui, ja, aber irgendwie. Ja, bei mir sieht das auch ein bisschen komisch aus hier teilweise. Das ist doch sonst nicht so, oder? Nee, eigentlich nicht. Hä? Fahr ich jetzt rückwärts in die Station? Oh. Okay, strange. Ja, gell? Schau, das fährt mal vorwärts, mal rückwärts. Und jetzt hat genau, und ich bin jetzt gerade aus dem Schiff rausgefallen. Aber öfters mal was anders, gell? Schauen wir mal, wie lange das jetzt hier noch gut geht, bevor wir dann wieder irgendwas hier...
Also ich flieg ohne Schiff im Quantum-Dreif jetzt gerade. Auch lustig. Ja, okay. Ich glaube, wir könnten vielleicht nochmal den Server wechseln. Ja, sollen wir. Ja, das geht bestimmt so weiter, oder? Ja, ich glaube, da... Dann gehe ich nochmal ins Menü. Ja, ich muss gerade kurz mal sterben. Also ich gehe mal ins Menü, dann treffen wir uns da halt. Genau. Wieder. Ja, das passt dann ganz gut. Ich bin nämlich dann, wenn ich jetzt sterbe in Horizon, dann bin ich bei dir. Dann suchen wir uns mal einen Server, der, wie es so schön heißt, besser funktioniert, hoffe ich. Oh Mann. Schauen wir mal. Hallo Spaßbremse. Ja, das geht ja schon wieder gut los. Ja, ich habe heute Mittag gespielt, heute Morgen gespielt, es lief. Also wie oft spielst du denn? Ja, morgens, mittags, abends, nachts. Der Horistas hat zu viel Zeit. Nein, morgens, mittags, nicht. Nachts. Nö, keine Zeit. Klar. Ach, der Tag hat 24 Stunden. Ja? Also, ja, oh, okay, ich glaube, ich muss mal... Cowboy hat Party erhalten. Das läuft ja gerade. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz mein Spiel abschießen, weil ich... Ich komme nicht aus dem Weltall raus. Ich sterbe nicht. Ich bin unverwüstlich. So. Ich bin... Ich fall gerade in Crusader runter ins Bett. Okay. Ja, ich sag ja, man braucht da einfach ganz viel Geduld. Irgendwann klappt's. Stimmt. Ich schau mir hier mal das Menü an derweil. Ja, es stimmt. Das kannst du mal das Ding. Wie ist es so, das Menü? Grafik ansehnlich, spannend. Gut gestaltet, funktioniert. Hammer. Sehr schön. Sierra, da hast du recht, der Tag hat 24 Stunden, die Nacht auch nochmal. Ja, der Horist, der braucht doch keinen Schlaf, also der schläft ja nie, sagt er. Ja, also doch, so schlafen tue ich schon. Ja. Nur nicht zu viel. Ja, aber viel zu wenig. Nee, das stimmt nicht, weil wenn ich schlafe so viel, wie ich brauche. Ja, auf jeden Fall krass. Genau, ich bin im Menü. Ja, ich auch. Und gut. Und dann starten wir mal. Ja, auf ein neues. Gucken wir mal. Das Mobiglas, das sollte auf die Tab-Taste gelegt werden erst. Und dann doch nicht, oder wie? Ja, genau. Also wie gesagt, genau. Das war auch sowas. Also sie wollten eigentlich das Mobiglas auf die Tab-Taste setzen, weil das irgendwie sinnvoller ist und bei anderen Spielen auch so ist oder so. Mhm. Ja. Aber die Community hatte keine Lust drauf, könnte man sagen. Vor allem, wenn es jeder schon so gewöhnt ist. Dass es genau, und ansonsten. Groß ist und dann, ja, ist doch blöd, wenn man dann was abändert. Ja, deswegen haben sie jetzt zurückgerudert. Gut. Aber das, andersrum ist es mal wieder gut, dass man sieht, wie viel Einfluss hier die Community hat. Ja. Dass das auch was bringt. Aber hier immer irgendwelche Tasten ändern, das ist gar nicht gut. Da kenne ich mich ja gar nicht sonst mehr aus. Noch weniger. Okay, gut, ich starte jetzt nochmal hier neu. Gut. Dann schauen wir mal. Und du bist ja jetzt auch hier. Ja, ich bin auch hier. Und übrigens, wenn du jetzt in Sachen Inventory, wenn du jetzt nochmal kurz dein Inventory anguckst. Ich fahre noch schnell mit dem Aufzug und dann schaue ich schnell. Was soll ich dann da schauen? Oben rechts steht eine, wie voll das Inventory ist. 1%. 1%? Okay. Steht da. Steht da. Gut.
Ja, alles gut. Da ist aber Alles dein Kopf, gut. da ist dein Kopf drüber. Ja, ich weiß. Alles gut, alles gut. Weil mein Inventory ist zu 18% voll. Da haben wir ja noch voll viel Platz. Ja. Und jeder, der hier ist, der wird wissen, was ist, wenn 18% mal in einem Hauptinventory voll ist. Ist das ist dann viel oder was? Ja, das ist, könnte man so sagen. Ja gut, wenn ich eins nur habe. Ja. Und ich muss sagen, wie gesagt, meine 400 Multitools, die habe ich schon verkauft. Und auch andere Sachen. Es war noch voller. es war mal über 20%. Wow. Na gut, also es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die mehr haben als du. Doch, doch, Schon. gibt's einige. Also, wie gesagt. Also von den weißen Helmen, wo du da gerade stapeln wolltest, gell, Ja. habe ich jetzt gerade hier, sehe ich gerade noch 65. 65? 65, Was ja. machst du mit denen? Keine Ahnung, ich muss sie mal verkaufen. Du bist verrückt. Ja, das ist die. Weißt du auch nicht, die sammeln sich halt so an. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, aber die kannst bloß verkaufen. Was anderes? Ja, doch, du kannst sie nur irgendwo hinschmeißen. Ja. Das geht auch. Toll. Ja. Altkleidersammlung. Ja, so ungefähr. Dann lieber irgendwo verkaufen. Stimmt. Das kann man machen. Wo bist du jetzt eigentlich? Ach, du fährst. Ja, ich Du fahre jetzt bist hier gerade schon. rum. Ja, du bist schon. Ich bin dann auf dem Weg. Madness ist auch noch da. Sehe ich gerade. Wo ist Metnus? Ja, hier, im Chat. Achso, im Chat. Ach so, ich dachte. So, da la, gut. Aber wenn dann deine Frau mal sagt, du sollst mal aufräumen, dann räumst du da wahrscheinlich hier dein Inventar auf. Nein, nein, ich Schon so in Wirklichkeit dann. schon so, ja, alles Gut. wie es ist gehört. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Ja. So. Gut. Bin schon mal weiter als vorher. Ja gut, das ist gut. Bist du richtig gefahren? Ja, ja, Das ja, war ja. nicht so was. Ja, vorher war witzig. Vor und zurück. Oh. So. Heute habe ich ja dann, ja, ich glaube bloß wieder nur so ein paar Schiffe. Bin ja hier mit Yep, meinem das Account. Ding. Da muss ich mich wieder nicht so arg entscheiden. Das ist schön. Ich sehe gerade, ich habe auch, Ja, glaube ich, noch stimmt. von den Weißen an das Jut habe ich, glaube ich, auch noch 60 Stück. Very good, das stimmt. Der Horistas, der macht gar keine Unordnung im Haus. Der sitzt nur am Oh, Computer. na, das stimmt ja überhaupt nicht. Also das stimmt überhaupt nicht. Ich mache da echt in Haufen Unordnung immer. Ach, echt, oder? Ja. Ich nehme einfach mal hier die Aurora. So. Hangar 01. Gut. Wo bist du eigentlich? Ich komme gerade am Spaceport an. Ach, ich warte hier mal noch. Ich komme gerade am Spaceport an. Stimmt. Horistas, der verteilt überall Eispackungen. Als Gell? Eispackung? Ja, Eispackungen. Der isst immer Eis. Gott. Ja, stimmt. Mach ich. Mach ich. Eis ist doch schön. Ich liebe Eis. Was ist dein Lieblingseis? Alles außer Nuss. Okay.
gesagt, hab da nichts Spezielles. Ich habe schon ein Lieblingseisen. Darf man, aber das ist wahrscheinlich so Schleichwerbung, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, also du meinst eine spezielle Sorte, spezielles Eis oder eine spezielle Sorte, oder? Ja, halt so eins, das man so kaufen kann und sich ins Eisfach legt. Also nicht an der Eisdiele. Ach so, ja, gut. Nee, ich meine jetzt von, ich habe jetzt gerade gemeint von der Geschmacksrichtung. Ja. Genau, also von dem hier, von der Geschmacksrichtung ist, wie gesagt, ist mir alles egal, außer Nuss. Und vom Eis her ist, ich muss sagen, ich bin ein absoluter Spaghetti-Eis-Fan. Das ist echt lecker, das haben wir auch oft. So, Ristas, jetzt sehe ich dich. Gut. Die hat irgendjemand da aufgeräumt, da hat irgendwelche Sachen hingeschmissen. Ja, stimmt. Das sind Früchte. Kannst du. Zum Beispiel, das aussieht wie so kleine Kraken. Kraken? Okay, nee, das sieht eher aus unten, wie. Ja, klar, so unten so Tentakel dran, wie so ein Tintenfisch. Das sieht aus eher wie Quallen, oder? Ja, oder Quallen. Ist doch alles so ähnlich. Flutschinger! Ja, ist auch gut. Aber am liebsten das Mandel. Ihr wisst schon welches. Ja. Aber Mandel. Das muss ich sagen, das ist nicht so meins. Doch, super. So, dann soll ich auch mal eine Aurora nehmen, oder? Ich nehme auch mal eine Flutschwingermantel, Aurora. Ja. Oh, das schmeckt bestimmt eklig. Flutschwingermantel. Mal kurz mal was gucken. Dann hol schon mal dein Schiffchen und Harry, hol schon mal den Wagen. Dann geh mal schon in dein Schiffchen und ich ins Schiffchen. Ein Schiffchen. Ich glaube, zwei war das. Und dann schauen wir mal. Ja. Dann können wir mal gucken, was wir dann hier machen. Mit dem Mittelflutschfinger? Horry, hol schon mal den Wagen. Knockerchock. Mit dem Nougat kann. Jetzt kriege ich wieder Hunger. Oh, upsi. Hä? War doch nicht irgendwie Hangar 2? Oh, Hangar 1. Komisch. War irgendwie überzeugt davon, dass es eins war. Heiße Hexe? Das ist doch kein Eis. Heiße Hexe, das sagen wir, wenn man so eine heiße Zitrone, also heißes Wasser mit so Zitronenpulver, das ist bei uns so eine heiße Hexe. Okay. Heiße Hexe? Meinst du heiße Liebe vielleicht? Oder wie heißt das? Heißt doch so, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade echt keine Ahnung. Ja, halt das, weißt du, das mit den Himbeeren. Ja, das heißt schon so. Ja? Oh. Heiße. Also, das Ding, das heißt bei uns, wie heißt denn das? Weißt du, ja, halt ja, das ja, ich genau. Weiß, ich bin jetzt, das, ja, das Vanilleeis mit den heißen Himbeeren, das heißt doch so. Hm? Ich weiß es gerade nicht. Ansonsten haben wir auch immer im Eisfach irgendwelche Einhorn-Eissorten und ja, nein, also nicht das vom Toto, sondern wirklich halt, wo so ein Einhorn halt auf der Packung ist. Oder irgendwelche Dinosaurier. Okay. Sowas halt. Also wie gesagt, was ich auf jeden Fall immer habe, ist, wie gesagt, ist Spaghetti-Eis, wenn ich es mir nicht selber mache. Also selber Vanilleeis durchdrück und alles. Echt? Macht das auch selber sogar? Okay. Ja. Crazy. Wenn schon, denn schon. Und was ich auch auf jeden Fall immer in der Gefriere habe, ist das kleine Wassereis, diese Tüten da. Die Tüten? Kleines ja, Wassereis? Ja, das sind so längliche Tüten, durchsichtig, wo kannst du sagen, gefrorenes Wasser mit ein bisschen Geschmack drin ist. Und das schmeckt? Ja, bei uns hieß das, also ich kenne das nur früher unter dem Bezeichnung noch Zehner-Eis, also Zehner-Eis. Das war dann 10 Pfennig, hat es ganz früher gekostet. Es war halt so ein Wassereis. Okay. Also wenn nichts anderes mehr da ist, dann nimmst du das quasi. Nein, das nehme ich eigentlich gern. Wie gesagt, okay.
Wie gesagt, gibt das muss man auch nicht Ding, das kann man auch muss man nicht direkt immer im Gefrierer lassen. Kaufen tust du es eigentlich dann normal, also ungefroren. Immer meistens so, wie gesagt, gibt es das meistens so im 10er-Pack. Ist nur eine Tüte, sonst sind 10 Dinger drin. Und Ja. dann, wenn du es willst, machst du es in den Gefrierer. Und am nächsten Tag kannst du es dann rausschlutzen oder so. Genau. Ja, ich kenne halt auch die Teile, die man da so. Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Saft oder irgendwas kippt man in so eine Form rein und dann macht man so ein Stäbchen rein und dann ab ins Gefrierfach und dann hat man auch was. Also, das schmeckt den Kindern sowas. Genau, so ist Dann es. hat man am Genau, nächsten und Tag. Cowboy genau sagt, super süß und viel Farbstoff. Ja. Genau, und viel Chemie. Genau. Ja, heiße Hexe, was? Das ist ja anscheinend kein Eis. Das ist ja irgendwie so ein Fertigessen. Ja, ist die Aber Frage, wie du da drauf kommst, wenn wir gerade beim Eis sind. Kommst du auf irgendein Fertigessen? Mariko. Hier, Firefox hat es erklärt, was das ist. Und heiße Genau. Liebe, das ist ja das Eis. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Ja, genau. Und Fruchtzwerg kann man auch tiefgefrieren. Ja. Und wenn ich mal dran denke, ich habe von dem Wassereis, habe ich mir gerade wieder geholt. Ich glaube, da muss ich mal ein Bild davon machen und hier im Discord posten. Ja, mach mal. Genau, es ist nämlich, ich habe mir das nicht nämlich als so Packung geholt mit 10 Stück, sondern ich habe das als Karton geholt. Oh. Für den kleinen Hunger. Für den kleinen Hunger, ja. Zwischendurch. Genau. Wiegt, Ja, und glaube ich, 8 Kilo der Karton. hast du dann so eine ganz, hast du wahrscheinlich so eine riesige Tiefkühltruhe, oder? Nein, nein, das ist, wie gesagt, die musst du ja nicht kühlen. Deswegen sage ich doch, Also, das musst du ja nicht kühlen. oh, da habe ich wohl Genau, nicht da nimmst du zugehört. einfach eine Handvoll raus und oder ein paar raus, tust sie dann rein und dann kannst du nehmen. Denn der Rest kannst du einfach so liegen Also lassen. Das muss das musst du nicht. wirklich bei mir schicken. Ja. Ich kann mir da irgendwie nichts drunter vorstellen. Nö, mache ich. So, Aber also ja. ich bin jetzt schon oben an der Seraphim-Station. Wo bist du? Also, keine Ahnung, fliege hier einfach so rum. Wo muss ich denn da? Einfach nach oben. Einfach nach oben. Da ist dann irgendwo die Seraphim-Station, die Irgendwo neue. kann ich die auch anders vielleicht Ja. suchen. Ja, indem du den Quantum Drive anmachst, dann siehst du ja die Marker. Ja, wo Und du bist. Ich fliege mal in deine Richtung. dann fliegst du da, wo ich bin. Da ist dann, das passt dann. Seraphim. Wie sie wohl auf den Namen kommen sind. Das weiß ich manchmal auch nicht. Über Namensgestaltung mache ich mir keine Gedanken. Da wundert man sich manchmal gar nicht, was da für Namen entstehen hier. Also wenn Horistas im Stream zum Beispiel eine blaue Zunge hat, hat er 2 bis 3 Wassereis gelutscht. Okay, habe ich noch nie geprüft. Müssen wir mal Ne? Also prüfen. blau, ich glaube, blau gibt es gar nicht von dem Wassereis, wo ich habe. Es gibt grün, rot, gelb, weiß und schwarz als Schokolade. Schwarz. Ja, also nicht als nicht Schokolade, Cola. Sorry. Aha. Aha. Und es sind auch die Geschmacksrichtungen. Also dann grün ist Waldmeister, schwarz ist Cola-Geschmack, weiß ist Zitrone. Oh Gott. Ja, und so weiter und so fort. Also ich springe jetzt mal hin. Das dauert ja viel zu lange. Ja, ich wollte gerade Ja, sagen, spring mal hin vorher hier. konnte ich nicht. Vorher war das noch rot. Da ging es nicht. Da warst du noch nicht mal aus der Atmosphäre draußen Ja, jetzt aber keine hier. Ahnung. Frag mich nicht, was ich hier Eieieiei. tue. Naja, frage ich nicht. Besser so. So, also heiße Hexe, habe ich noch nie was davon gehört, dass man das im Freibad essen kann. Bei uns gab es da halt nur Pommes. So. Hallo Hasi. So, okay, also dann da bist du jetzt gelandet.
Nee, ich Was fliege machst du hier da? zwischen den, ich fliege aktuell gerade zwischen den Containern rum. Ah. Okay. So, aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier sind, können wir mal gucken, was wir dann hier machen. Also, wir müssen ja irgendwas Ja, anstellen. wir müssen irgendwas anstellen. Aber du hast doch immer so gute Ideen. Das ist wieder. Ich würde sagen, du machst mal hier jetzt dann, was ja auch zurückgesetzt worden ist, die Anfängermission, also die Einsteigemission. Das heißt, fängst da oben mal bei Delivery an, würde ich immer so sagen. Also muss man schnell reingucken. Und dann hast du ja relativ wenig wahrscheinlich da drin. Fünf Sachen. Ja, genau. Und das ist irgendwas mit New Pilot oder irgendwas mit New. New Irgendwie, ich weiß nicht, wie es gerade. Contractors. Genau, also, genau. Link Und Family. das ist, genau, und das ist die Mission, die du machen musst als erstes, Ah. um dann alle anderen freizuschalten. Okay, so. Collect Genau. Package. Genau. Und die erste kannst du auch nicht teilen. Naja, genau. Genau. Das heißt, Gut. du musst die jetzt machen. Erstmal. Alles Und dann klar. sagst du einfach, wo du hinfliegst, dann kann ich dir nämlich einfach folgen. Nach Selin. Selin, genau. So, wieso kann ich da jetzt wieder nicht hin? Springern. Als Ist jetzt wieder hinter dahinter, dann Crusader komme ich ist. wieder. Genau, du kannst nicht durch einen Planeten Ja. durchspringen. Durch den Planet. Hinter die Welt. Ich kann so wunderschön singen. Nämlich überhaupt nicht. Dann muss ich jetzt wieder so ein gestricheltes Dings finden. Gestrichel des Dings? Nö. Ich will doch auf die andere Seite. Oder ich spring halt zu so einem. Keine Ahnung, wohin. OM-Punkt. Da gibt's nichts Gestricheltes. Was Du mache ich musst jetzt? auf nach Selin, auf den Mond. Ja, okay, dann muss ich jetzt. Oh, dann brauche ich erstmal die Karte. Ja, du musst erstmal auf den Mond springen. Genau, und dann geht's. Oh, Headbang. Hallo, Vater und Sohn zocken. Headbang. Oh nein, oh nein. Kennt ihr einer den Laden Kochlöffel? Ja, den gab's früher mal. Aber schon ewig her. Ja, genau. Tokyo Hotel. Durch den Monsun. Eigentlich, gell? Gut, also das passt. Dann mal weiter hier. Was stand da jetzt zuerst, wo ich hin muss? Zu irgendeinem OM-Punkt, gell? OM1. Ja. Da bist du gerade hingesprungen, oder wie? Genau, da bin ich gerade hin. McDonald's Abklatsch. Der Kochlöffel sagt mir gar Ja, nichts. doch, das, also. Ja? Ja, oh, da war ich nur ganz klein, keine Ahnung. Okay, ne. Der hat dann wieder zugemacht. Ne. Also hier bei uns in der Gegend, im großen Umkreis, habe ich das noch nie gehört. Bei dir gibt's das nicht. Nee, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht. So, und da auf Selin, was in der Station musst du da? Warte, Tram and Myers Mining. Okay. Genau. Ja, das ist doch alles nix. McDonald's und der ganze Fraß. Da wird man sowieso nicht satt. Gott. Oder gehst du da öfters hin? Ja. Aber Öfters nicht, aber schon. Also ich finde einfach, McDonald's gibt es abends das beste Milchshake.
Uns gibt Softeis. Das sind wir wieder beim Thema. Stimmt. Aber mehr esse ich dann auch bei esse ich auch bei McDonald's nicht. Außer Milchshake und Softeis. Okay. Dann geht's ja noch. Siehst du, Wissen ist auch Stammkunde. Oh Gott, oh Gott. Das ist aber nicht gut. Gut ist immer relativ. Also ja, was ist heutzutage gut? Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also es... Deswegen, es gibt doch irgendwie nichts, was man irgendwie, was heute gut ist, wo man sagen kann, ey, das ist absolut perfekt. Man lebt nur einmal. Ja, wenn man da wenigstens satt werden wird davon, aber das hält ja irgendwie nicht lang. Du wirst satt. Warum sollst du nicht satt werden bei McDonald's? Ja. Es kommt immer nur auf die Menge an. Ja, aber dann bist du ja schon wieder ein Vermögen los dann. Ja gut, das ist dann... das ist dann wieder ein anderes Problem. Ja. So. Darf hier nicht zu schnell werden. Aber da ja. Muss man dann auch wieder sagen, wo wirst du kein Vermögen heutzutage los? Ja, mittlerweile, das stimmt. Ist da? Also. Ja. Trotzdem, das ist einfach ungesund. Okay, sind wir wieder beim Thema. Was ist heute nicht ungesund? Ja, halt, was Gesundes? Nicht. Was mache ich eigentlich hier von Schmarrn? Ich weiß will gar mir nicht. Schon die Landeanforderung holen. Das ist nicht gut. Hier gleichzeitig immer reden und irgendwelche Sachen hier machen, das... Das funktioniert einwandfrei. Ach, ja, bei mir aber nur manchmal. Wenn ich Glück habe. Ja gut, und dann sage, oh Gott, ich glaube, jetzt werden wir dann ein bisschen... Ding. Was ist dann gesund heutzutage? Ein Vollkornbrot. Okay, glaube ich auch nicht, dass es gesund ist. Ja klar! Was soll da jetzt nicht gesund sein und wieso lande ich überhaupt so komisch? Ich hab doch das Fahrwerk rausgefahren. Hä? Oh, jetzt bin ich hier schon... Ah, jetzt dort. Au, au, au. Keine Ahnung, was da gerade... Ich hab nichts gemacht. Ja, genau. Ich glaube, ich muss mal das Schiff trösten und streicheln. Weil es so gestresst wird. Ja, streich es mal. Ja, Burger kann man auch selber machen, genau. Das Frikassee. Bei Firefox, da gibt es immer so leckere Sachen, gell? Bio-Reis ist ungesund wegen Schwermetall. Ja, man weiß ja wirklich nicht mehr, was man kaufen soll. Auch wenn man dann, ja, eben, wenn man dann Bio irgendwas kauft, das ist dann oft dann, ja, nur schlechter wie das andere manchmal, anscheinend, ja. Weiß der Geier. Weiß wirklich nicht mehr, was du kaufen sollst, oder? Stimmt, genau, deswegen. Also ich mache mir da keine Gedanken, ich kaufe das, was mir schmeckt. Ende. Und du lebst ja immer noch. Ich lebe immer noch, genau. So. Ja, also. Ja. Aber wenn ich Hamburger will, esse ich Hamburger. Wenn ich Schnitzel will, esse ich Schnitzel. Und wenn ich keine Ahnung was will, esse ich das. Sorry, es ist... Sehr schön, ja. Bei uns gab es halt Fischstäbchen. Ist auch sehr gesund. Ja, genau. Das Iglu-Fischstäbchen aus der Restekammer oder so. Mhm. Ja, das ist da. Naja. Und dann habe ich mir gedacht, heute kaufe ich mal wieder ein Vollkornbrot zum Gewissen beruhigen. Für viel zu viel Geld. So ein kleines Dings. Also wirklich, für, keine Ahnung, 3,50 Euro so ein Mini-Dingsbums, das reicht gerade mal für einen Abend. Naja. Naja. Ist halt so. Genau. Matt kennt sich aus. Und genau, ein Vollkornbrot am besten dann aus der Großbäckerei. Die dann hier die besten Zutaten von der Welt nehmen. Nee, das ist schon eine kleine Bäckerei. Also das ist ja bestimmt alles gut und so, aber es ist halt mittlerweile echt sehr teuer. Ja. Naja.
Vorm Fisch. Was läuft beim Bund immer Schlemmerfilet vierkant? Gibt's doch dieses eine. Wie heißt das? Wie heißt das? Ist das Fisch mit dem Zeug obendrauf? Kann man so fertig kaufen? Eine Bekannte von mir sagt dazu immer Borreliose. Das heißt so ähnlich. Das heißt so ähnlich. Banane das schmeckt oder was, überhaupt oder was? Nicht. Ja, das meine ich. Ein bisschen, ich meine das genau. Ja, kann man sich auch kaufen. So. Jetzt muss ich hier irgendwie mal raus. Da bin ich doch hergekommen, oder? Ich laufe so langsam mit dem Paket. Das wird halt schwer sein. Obwohl ich ja auf Vollgas bin. Ja, ist halt schwer. Da musst du vielleicht mal ein bisschen trainieren, Sport machen. Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Es sieht besser drin. Hallo, Dahua! Die Verpackung am nahrhaftesten. Ja. Aber es ist so bei vielen Sachen so. Ja, ja, aber manchmal hat man halt einfach auch nicht die Zeit, gar irgendwas großartig dazu, sich zu verkünsteln am Herd. Und dann kauft man halt irgendwas Schnelles. Ja, das ist alles auch ziemlich teuer geworden, das stimmt. Aber was ist nicht teuer geworden? Das stimmt, das ist so krass, da hat man nur so ein, also nicht mal einen halben Einkaufswagen voll, gell, und dann, oh. Was man da immer abdrücken muss an der Kasse. So eine arme Hausfrau bin ich. Das ist meins da hinten, gell? Ja, der Horizont hat näher gepackt. Das ohne Kratzer ist meins. Ja, ich bin hier hinten. So. Rein. So, jetzt geh doch da mal rein. Das Paket ist so schwer. Da kommt schon gar nicht die Treppe hoch. Du musst springen. Spring einfach durch die offene Tür. Ja, hab ich's geschafft. So. Einmal hinschmeißen. Oh! Nein! Was ist jetzt passiert? Jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schiff drauf. Ja, das musst du runter. Du hast jetzt die Kiste hingeschmissen wahrscheinlich und bist dann automatisch auf die Kiste drauf gestiegen. Oh, du musst schon wieder. Schön hinlegen. Ja, aber ich hab halt Place gemacht eigentlich. Ja. Aber ich versuche jetzt einfach die Kiste nicht zu berühren und gehe da so rüber. Mach nur schnell die Tür zu. So. Hallo Blank. Guten Abend. So, dann nehme ich mal wieder Platz und flieg mal los. Das ist immer noch hier übrigens auf U, gell, das Starten bei uns hier. Du kannst aber umbelegen, also das ist kein Thema, du kannst das ja wieder umbelegen. Ja, eigentlich schon, das hatten wir ja schon mal, aber irgendwie das... Genau. Ich dachte ja, das macht jemand anders hier mal. Ja, das ist dein Account, wer soll das machen? Ach so, ist das dann nicht so generell? Nein. Oh, schade. Ah, okay. Also, nein! Das, die Standardtaste ist. Ja, okay. Die Standard ist momentan, also für Flight Ready, nicht R, sondern Alt-R. Also Alt-Taste und R. Aber wie gesagt, das kannst du abändern und kannst dann wieder auf nur R machen. Oder nimmst die U-Taste, das kannst du natürlich auch machen. Ja. Aber ich habe es mittlerweile, wie gesagt, wieder abgeändert. Bei mir ist es ganz normal auf R. Ja, so ein bisschen an U habe ich mich jetzt schon gewöhnt. Dumm-di-dumm. Jetzt muss ich erstmal ein Stück hoch, oder? Drop-off. Hier. Jela muss ich. Ja. Bist du da gerade an mir vorbeigeschossen? Yep. Hier? Wer denn auch sonst? Wer denn auch sonst? Genau. Ja.
komisch. Kann ich das gar nicht von außen anschauen, das Schiff jetzt gerade? Doch, kannst du. Du musst noch zweimal draufdrücken. Du hast zwei komische Innenansichten und dann kommt erst die Außenansicht. Ja, aber habe ich eigentlich gerade F4? So, einmal schau, dann kommt der genau. Sitz, dann nochmal, Sitz von und dann nochmal und dann kommt die Außenansicht. Ach, jetzt? Okay. Genau. Das ist auch eines der Problemchen momentan. Wenn du einmal, also das erste Mal, wenn du im Schiff einsteigst, dann funktioniert es einwandfrei. Dann kannst du ohne Probleme von der Innen- in die Außenansicht aus umschalten. Wenn du dann mal aufstehst aus dem Sitz und dich wieder reinsetzt, dann kommen diese zwei neuen Ansichten. Das sind eigentlich die Ansichten, die du hast, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, hast du ja die zwei Außenansichten von dir. Ja. Und die kann man sagen, irgendwie bleiben hängen oder so. Die musst du dann auch noch durchschalten. Naja, egal. So. Gut. Wo musst du jetzt hin? Wart mal nur ganz kurz. Sag ich dir gleich. Ich flieg da gerade noch hin. Deakins Research Outpost. So, da. Und sonst so läuft. Bei Horistas läuft's. Ja. Also ich muss sagen, nicht sagen, also. Tagsüber habe ich echt wenig Probleme aktuell. Also es gibt kaum was, was tagsüber nicht funktioniert. Und bist du schon da? Nein, nee. Ich bin jetzt gerade aus dem Quantum raus und bin jetzt hinter dir. Du beruhigst mich bestimmt wieder. Die lahme Ente hier. Glaube ich nicht. Du bist ja nur noch 3 Kilometer von dem Ding weg und ich bin noch 20 Kilometer weg. Also da muss ich mich jetzt schon anstrengen. Okay. Steht da schon was anderes? Ja. Da ist schon irgendjemand. So, wo lande ich denn am Krieg? Dahinter müssen wir doch dann. Hier so. So, schauen wir mal, ob ich jetzt wieder so komisch. Nö. Jetzt hat's geklappt. So, dann mal aussteigen. Ja, gell? Machen die da alle? Gibt's da was umsonst? Mal aussteigen. Was ist das jetzt für eine komische Ansicht? Ah, jetzt. So, da brauche ja, ich das ist dann, wie gesagt, das ist dann auch das, weil du jetzt noch in dieser, in die Ansichten hast und die musst du dann jedes Mal durchschalten. Das ist ein bisschen nervend. Ach, guck, du steigst auch gerade aus. Yep. Dahinter muss ich. In Zeitlupe. Also ich kann ja wirklich, glaube ich, nicht schneller laufen. Okay, also hier sieht's echt jetzt gerade vermüllt aus. Also das Schiffswrack, so viele Schiffswrack habe ich in letzter Zeit noch nirgends gesehen. Wie hier. Ja, da hinten, gell? Überall. Ja, ja. Ja, aber da, nicht, ein paar da normale Ganze stehen ja auch hier rum. Ja, stimmt. Auf den Landen. Aber wie gesagt, also das ist was ich sagen muss, das war die letzten Tage auch echt gut, dass nicht so viel Schiffswrack irgendwo rumgestanden sind. Ach, jetzt kann ich schneller laufen. Normalerweise drücke ich halt immer da unten auf den Pfeil und dann halt B, gell? Und dann, das lag jetzt nur am Mausrad. Ja. Und Blank, natürlich kannst du nachschauen. Moment, ich lade dich gleich. Hallo dann Crimson. Hallo. Du natürlich gern mit. Ja. So. Drop-off. Dann habe ich jetzt gleich die erste Mission geschafft. Genau, das ist gut.
Weil dann, sobald du diese Einsteigemission hast, dann werden natürlich alle anderen dann auch freigeschaltet. Okay. Und das musst du halt bei relativ vielen Sachen jetzt gerade machen, dass du dann die Einsteigermission freischalten kannst. Also nicht nur bei Delivery, auch bei Bounty Hunter oder sonst irgendwas. Und vor allem halt in jedem Bereich dann. Mhm. Das heißt zum Beispiel Delivery musst du zum Beispiel nicht hier nur in Crusader, das musst du auf jedem Planet dann freischalten. Okay. Oh, hier ist ja echt was geboten. Das sind ja noch andere Spieler. Toto, hallo! Guten Abend! Na, wie geht's? Und hallo, Corondel. Guten Abend. Also, dann schalte ich mal wieder ein. Yep. Ich glaube, das war meins. Deins war doch näher dran, oder? Ich stehe direkt neben dir, also... Ja, deswegen, das ist ja verwirrend. Wieso ist das verwirrend? Ah nee, das passt schon. Ich bin nämlich so ausgestiegen und dann habe ich dich da so gesehen, ja. Ja, das, weil das verwirrend ist, wenn die gleich ausschauen und du neben mir stehst. Du musst einfach die Fernbedienung nehmen, draufdrücken, ob es piepst. Ja. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, du bist richtig. Hallo Brotsuppe. Oh ja, Toto. Toto hat ja Husten. Dann weiterhin gute Besserung. Hat Brotsuppe was verpasst? Natürlich immer. Achso, stimmt, hast recht, ja, natürlich, immer alles. Wer zu spät kommt, verpasst immer alles. Hm. Welche Eissorten Horistas am liebsten mag. und so halt. So wichtige Sachen. Jetzt muss ich dann nochmal irgendeine Mission mir holen. Genau, jetzt musst du mal gucken, was du dann jetzt dann machen willst oder machen kannst oder sonst irgendwas. Jetzt sollten dann jetzt von den Delivery-Missionen sollten jetzt einige freigeschaltet sein. Ja, jetzt da genau. Da kannst du jetzt natürlich jetzt entweder direkt ein bisschen was machen von denen oder schaltest dann irgendwas anderes noch frei an Missionen oder fliegst einfach jetzt zum nächsten Planeten, um dort die Delivery-Mission freizuschalten. Aber wie gesagt, das ist dann... Was soll ich tun? Ja, das weiß ich nicht. Das hat schon wieder zu viele Möglichkeiten. Genau. Oder willst du ein bisschen kämpfen oder so? Können wir auch, ja. Können wir auch, gut. Ja. Willst du... Zwischendurch. Zwischendurch, gut. Bounty Hunter. Sollen wir uns dann sollen wir ein bisschen in der Luft kämpfen oder auf dem Boden? Was ist jetzt einfacher? Das ist egal, das ist beides Dinge. Wir können ja mal in einen Bunker gehen oder so. Ein Bunker. Ja. Dann brauche ich dann hier irgendwie eine Mission. Ja, und vor allem wahrscheinlich brauchst du eine Waffe oder so. Ja, noch. Das ist ja immer das Problem. Genau. Hab ich noch nicht. Du hast zumindest eine Pistole. Aber wie gesagt, das ist ja das, was wahrscheinlich nicht so ganz reicht. Wir schauen mal. Dann würde ich mal gucken, schauen wir mal, ob wir uns eine Rüstung und eine Waffe besorgen können irgendwo als erstes. Ja. Soll ich da jetzt schon irgend so eine Mission? Nee, brauchst du nicht. Also dann schauen wir erstmal nach einer Waffe. Und genau, schauen wir erstmal eine Waffe und da fliegen wir jetzt erstmal Richtung Daemar. Da ist ja mein Lieblingswaffen-Loot-Ort, kann man sagen. Mhm. Wo man dann relativ günstig Waffen kriegt. Okay, dann machen wir das. Genau, dann fliegen wir einfach mal nach Daemar. Dass wir uns auch verteidigen können. Und dann hoffen wir, dass dann es dort ein paar Waffen gibt.
die stimmt. Ja, nicht unbedingt, nicht? Weil die Orte sind natürlich begehrt und da looten natürlich immer mal auch andere Leute, nicht nur wir. Hm. Brotsuppe. Es ist wieder. Da wird einem das Wort im Mund umgedreht. Lieblingslootort zeigen. Und die Briefmarkensammlung. ich wollte jetzt gleich gerade drin springen. Schau mal, doch mal. Briefmarken. Ja. Ah, jetzt. Oder was wir auch machen können. Was hältst du von mal gehen gemütlich ein bisschen minern? Das haben wir schon vor lang nicht mehr gemacht. Ja, genau. Ja, ja. Können wir auch gern machen. Wir können alles machen. Stimmt, genau. Ja. Da braucht man dann auch irgendwas dazu. Genau, du brauchst dann idealerweise brauchst du dann einen Rucksack und du brauchst ein Multitool mit Orbit-Aufsatz. Aha. So, und wo kriege ich das dann her? Genau, das Ding, du kannst entweder irgendwo looten, hoffen, dass du was findest. Wobei, wie gesagt, ein Rucksack ist dann relativ schwer zu finden. Ein Rucksack ist schwer zu finden. Ein Mining-Tool mit ein Multitool mit Mining-Aufsatz, das geht relativ zügig, sowas zu finden. Das findest du an jeder Ecke. Also dementsprechend müsstest du dir deinen Rucksack wahrscheinlich kaufen oder halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen was anderes machen und hoffen, dass man dann einen Rucksack bekommt. So. Brotsuppe. Also Rucksack. Aber wir gucken erstmal nach, ob es hier Waffen gibt. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, aber also die bräuchten wir aber ja nicht zum Minern. Die brauchen wir nicht zum Minern, aber wenn wir jetzt hier gerade schon da sind, ja. Also wie gesagt, und dann, wie gesagt, wenn du hier bei Daymar bist, dann fliegst du hier zu Bountiful Harvest Hydroponics. Ich flieg einfach mal da, wo du bist. Ja. Rucksack, ja, Cowboy, Rucksack gibt's natürlich. Rucksack gibt's an jeder Raumstation zu kaufen. Man kann alles kaufen, aber wie gesagt, müssen doch nicht gleich Geld verschwenden, wenn wir die Sachen umsonst kriegen können. Ein Schulranzen gibt's da. Am Lieblingslootort gemütlich meinen, ja genau. Das klingt doch verlockend, oder? Die Zuckertüte gibt's dann woanders. Die müssen wir erst nur finden. So, ich bin. Hilfe. Oh mein. Ich bin ein bisschen irgendwie hier. Ein bisschen zu schnell. Aber ich habe da gerade das Gefühl, hier war schon jemand. Hier gibt's nichts mehr. Oh. Ja, hier ist nichts mehr. Okay. Dann müssen wir weiter. Yep. Schade. Wo könnte es da noch was geben? Ja, wie gesagt, es gibt natürlich noch ein paar andere Stationen, wo man was kriegt. Was bei Lehmann? Kauf bei Lehmann? Bei Lehmann? Was? Wo, wer, was? Keine Ahnung. Und Keimoto, hallo. Keimoto ist am Kochen.
geh doch einfach zu McDonald's, das machen ja auch alle. Okay, Moto. Haben wir vorher davon gehabt. Das Thema. Ja, dann würde ich sagen, komm, dann lass uns... Soll ich jetzt hier landen? Nein. Nein. Wir gehen, brauchst du nicht landen, wir gehen hoch auf die Seraphim-Station, holen uns einen Rucksack und ein Multitool, kaufen wir es schnell, dass wir dann minern können. Okay. Rucksack und Multitool. So. Diese Station, da bin ich ja vorher bloß hingesprungen, da, weil halt da zu dir quasi, weißt du? Wenn ich die jetzt auf der Karte suche, dann... Die ist überhalb von Crusader. Also überhalb von Horizon. Da, wo bei hier. Crusader Horizon ist, da ist dann die Seraphim-Station. Okay, gut. Jetzt muss ich erstmal hoch. Uiuiui, Hilfe. So. Crimson, das, ob die Raft funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, ich habe heute, war ich mit dem Nomad unterwegs, habe mit dem Nomad eingekauft und hatte hinten drauf drei unterschiedlich große Container. Also ein relativ großer und dann mittlerer und zwei kleine. Also wie gesagt, je nachdem, was du einkaufst, ist zumindest bei der Nomad es so gewesen, dass du dann unterschiedlich große Container drauf bekommen hast. Ich habe es bei anderen Schiffen noch nicht versucht, aber wie gesagt, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und was? Prozuba sagt no, okay. Da könnte ich schon längst drüber. Haha. So, jetzt. Was? Was war's? Also das mit Lehmann habe ich jetzt auch nicht kapiert. Und außerdem, wir müssen frei einmal nur Headbanging machen. Das hat sich doch vorher jemand gewünscht. Wer war das nochmal? Ich glaube, der Vater. Vater und Sohn zocken, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher. Dann musst du das machen. Ich? Allein? Ja, willst du auch mal sehen, wenn du das machst? Nein! Gott. Ah, das machen wir nachher. So, jetzt sind wir da. Gut. Und heute gibt es natürlich wieder ein Tages-Giveaway. Genau, müsst dann nur Hashtag Starhanger in den Chat schreiben. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann. Also natürlich müsst ihr dann erstmal ausgewählt werden und dann noch Claim in den Chat schreiben. Und dann habt ihr gewonnen. So. Also. Dann, da landen wir jetzt aber. Genau, da landen wir dann. Die haben uns ja neulich ganz genau angeguckt. Oder? Das war doch die Station. Nee, das war die alte, wo wir uns angeguckt haben. Ach ja, stimmt. Wir haben die alte verabschiedet. Oh ja. Genau. Genau. Aber die neue haben wir uns auch innen angeschaut. Stimmt. So. Mhm. Hallo? Braucht doch da so eine Landeanforderung. Ja, genau. Da tut sich irgendwie gar nichts. Nicht? Okay, also ich habe eine bekommen gleich. Muss ich dann nochmal irgendwie... Aber ich bin ja wohl nah genug dran. Ah, nö. Da zeigt es mir schon was an da hinten. Komisch, aber es hat gar nichts gesprochen mit mir. Gut. Die sprechen halt nicht mit jedem, wie es so schön heißt. Ja, jetzt muss ich irgendwie dahinter. Ne? Irgendwie dahinter. Danke für den Follow, Walla. Also ich gehe jetzt mal.
Dahinter irgendwo? Ich muss mal gucken, wo ich mein. Wo ich denn hier überhaupt hin muss. Muss ich mich erstmal zurechtfinden. Ich fliege jetzt dann gleich gegen irgendwie so einen Metallpfosten. Nö, ich muss andersrum. Oder? Wo ist denn das jetzt da? Andere Seite. Außerdem bin ich schon wieder auf dem Kopf. So rum gehört schon. So sind die Schilder. Ja, das mit dem Kopf. Also ich finde das schon ein bisschen komisch hier, oder nicht? Ja gut, wahrscheinlich geht's bloß mir so. Ah, ich kurve hier noch ein bisschen rum. Also hier drüben ist der Marker gewesen. Mhm. Ja. Ja, es ist so schön. Wer sucht, der findet. Ja, toll. Guck hier. Hier ist er. Ja, yeah, guck. Ich. Siehst du? Ja? Ja. Wo ist dein Marker? Ja, da! Ja gut, das ist wahrscheinlich verzögert gerade. Ah ja, da, genau. Ja, das genau. Ist. Ja, da genau. Bitte schön hin. Das ist, in dem Ausleger musst du von oben reinfliegen. Ah, okay. Gut. Ah, hier ist was offen. Ist ja voll versteckt, ja. Oder? Also wirklich. Schon ganz schön versteckt. Muss man schon mal zugeben, oder? Nee. Ja, natürlich für dich nicht versteckt. Ah, aha. Ich könnte jetzt auch so von oben drauf schauen, gell? So möglichst noch grad. Na, nicht ganz in der Mitte. So. Okay, juhu, ich hab's geschafft. Also muss ich mir merken, dass man da oben reinfliegen muss bei dieser Station. Hallo, weiße Federn. Ach ja. So, dann steige ich mal auf. Ja. Oh, und du wartest ja. Schon stundenlang auf mich. Ich warte, ja. Sorry. Aber ich sehe auch gerade, das Backend lässt ganz gewaltig zu wünschen übrig gerade, weil ich habe zwei Delays, die nicht abgearbeitet werden gerade. Ach, das ist wieder schon nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, nein, das ist gar nicht gut. Oh oh. Sodala. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin unten, ich bin runter in die Loppe. Da stehe ich dann direkt. Okay. Am besten das geöffnete Tor fliegen. Ja, es war so versteckt jetzt. Irgendwie. Naja, aber wahrscheinlich geht's wirklich bloß immer mir so. Gut, also jetzt wollten wir ja hier, was holen. Genau. Meinst du, hier gibt's einen Rucksack? Oder nur Waffen? Ja. Nee, nur ein Ding, einen Rucksack und ein Multitool wollen wir holen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade mir ein Multitool angelegt und es dauert schon wieder 30 Sekunden und es wird nicht richtig angelegt. Oh nein. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Ja, das stimmt. Was machen wir so da? Stehst du gerade vor mir? Ja. 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 Ja, gut. Dann lege ich dir jetzt mal, schmeiße ich dir gerade mal ein Multitool auf den Boden. Mhm. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Da liegt's. Ja, ja. Genau, und dann kannst du dir das schon mal nehmen. Das
Dann kannst Dann hast du dein Multitool. Mhm. Und dann brauchen wir noch einen Rucksack, aber den habe ich hier gerade keinen. Einen Schulranzen, sagt Brotsuppe. Genau. Das heißt, wir müssen kurz dann hochgehen in den Cargo-Bereich und dann müssen wir uns einen Rucksack kaufen. Und du brauchst noch eine Rüstung. Also ein Oberteil zumindest, wo du den Rucksack dann oder den Schulranzen dran machen kannst. Okay. Mit so einer Warnweste. Wie die ersten Tesla. Ja, kannst du haben. Also so in Gelb, den gibt's hier in Gelb. Okay, cool. Neongelb aber bitte. Ja. Mit Reflektoren. Und Schultüte auch. Also hier war ich jetzt auch noch nie. Nicht sowas? Nö. Nö. Okay. So, und dann kannst du hier dann dir einen Rucksack holen und wie gesagt eine Rüstung. Also ich würde mir eine günstige kaufen. Du brauchst da nichts Teures. Sparen muss man. Und auch einen günstigen Rucksack dann. Mehr brauchst du nicht. Muss mal gucken hier. Da gibt es zum Beispiel diese MacFlex Core Rucksack da. Oder MacFlex Core, die sind günstig. Und dann auch so ein MacFlex Rucksack. MacFlex? Muss mal gucken, wo das ist. Das ist relativ weit unten. Wandererboots. Wandererboots Redline. Weiß. Der ist ein echt Wanderer. Ja. So, hier MacFlex Legs und ein Core und. Das hast du gemeint, oder? Genau. Arms und ein Rucksack. Ja. Gut. Dann nehme ich jetzt erstmal die Arme. Nee, Arme nicht, du brauchst nee, brauch nur, ich, das, nur den das Körper. Oberteil. Ja, stimmt, wir das brauchen Ding. Du brauchst nur das Oberteil. Okay. Und du brauchst nur das Oberteil und den Rucksack. Mehr brauchst du nicht. Und dann brauchst du noch ein Mining Attachment. Weil ich habe dir nur das Multitool gegeben und wie gesagt, du brauchst dann noch das passende Mining Attachment. Geld muss raus. Wie komme ich denn jetzt da weg von diesen blöden Armen? Ah, jetzt. Irgendwas anderes auswählen gerade. Ja, da geht's. Die Füße kann ich nehmen. Aber ich möchte ja gern hier den Chor. Ja, geht doch auch. Nein. Wieso? Irgendwie nicht. Ich kann bloß in dieser Reihe anwählen. Okay, dann geh nochmal einen Schritt. Geh nochmal raus, ob es irgendwo hängt oder so. Mal schauen. Ohne Arme keine Kekse. Was, ich soll Horistas abwehren? Nein. Also gehen wir nochmal runter. MacFlex Core. Was mache ich denn da jetzt falsch? Schau, das kann ich alles anwählen hier. Das wird dann so gelb. Und hier kann ich aber nichts machen. Hä? Ja, du, dann, kauf. Auf der ganzen Seite kann ich nichts machen, aber das kann doch nicht sein. Irgendwas. Keine Ahnung, warum jetzt gerade. Dann, wie gesagt, dann hole ich dir eine Rüstung und noch einen Rucksack und leg das hin, wenn du es auf der linken Seite nicht anwählen kannst. Ja, seltsam. Ja. Ja. So, was haben wir hier? Eine Rüstung 25.000 und der Rucksack 31.000, macht also 47.000. Muss ich dir dann geben. Überweise ich dir dann später. So. Ja, weißt du, ich wollte eigentlich nur, dass du es mir kaufst. Das habe ich doch jetzt gut angestellt. Ja, deswegen, das weiß ich ja, deswegen. Und dann brauchst du noch ein Orbit Attachment. Und das ist auch auf der linken Seite, also dann kaufe ich dir das auch. Das sind also nochmal fürs Orbit Attachment 70.000. Okay, oh. Das ist aber jetzt schon ganz schön teuer alles, du.
Ja, es ist so Sachen sind teuer. Das läppert sich. Also 47, Ja. 47 und dann noch 70 Ja, dazu, oder? mach einfach eine Viertelmillion. Yes, das ist gut. So, hier liegt dein Rucksack. Hier liegt dann das Ding und dann kommt hier noch das Mining Attachment. So, jetzt habe ich hier. Mache ich einfach So. Equip und dann müsste ich ihn noch auf den Rücken schnallen. Normalerweise. Ah ja. Okay. Jetzt habe ich den auf Brücken und das ganze andere Zeugs habe ich auch, oder? Ah ne, da liegt noch was. Da liegt doch was. Genau, das liegt das Mining Tool noch. Das Orbit Mining Das Attachment. Orbit Attachment, genau. Kann ich das jetzt nicht nehmen oder was? Da steht jetzt auch nicht Equip dran. Nimm's einfach grab mal. Ja, Du musst. wollte ich auch, wollte ich, aber geht nicht. Okay. Geht nicht? Nö. Grab. Moment. Ich nehme es mal. Ja, bei Also dir. ich kann es wieder nehmen. Bei dir geht's Kann es sein, bestimmt. dass kann es bei dir sein, dass noch ein paar Delays da sind, die abgearbeitet werden, dass du es deswegen nicht nehmen kannst? Es ist nämlich bei mir auch. Bei mir sind es auch gerade wieder vier Delays, die noch abgearbeitet werden können Ich weiß nicht. müssen. Ja, dann ist alles gut. Ich nehme es einfach mit. Nimm's mal Ich mit. nehme es einfach mit und gebe es dir dann dort, dann sollte das dann auch funktionieren. Also ich habe jetzt den Rucksack. Genau. Du hast das Dieses. Multitool. Ja. Und. Und Nichts mehr. das preist. Gut. Das passt. Dann gehen wir los. Ja. Ja, der Rucksack ist schön, gell, Brotsuppe? Brauchst du keinen Rucksack? Ich habe einen. Sah gerade irgendwie gar nicht so aus. Oh, stimmt. Den hat er dann nicht drauf. So, jetzt. Ja, jetzt. Sehr gut. Jetzt sind wir ausgerüstet. Genau. Dann steigen wir einmal ein. Was ist das da für eine grüne Anzeige an deinem Rucksack? Keine Ahnung, das ist die gleiche wie bei dir. Hinten. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist bestimmt Werbung oder so. Wahrscheinlich. Er hat falsche Der Richtung. Füllstand. Der Füllstand. Was machen die da? Aufwärmübungen. Wo bist du jetzt denn hin? Darüber. Ich Ja. bin hier, genau. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir doch ein anderes Schiff, wo wir zusammen rein können. Sehe dich jetzt trotzdem irgendwie. Ach, da hinten wahrscheinlich, oder? Ah, da hinten im Eck. Ja, genau, nehmen wir eins zusammen. Das ist gut. Was nehmen wir? So, dann, ich bin gerade am Gucken, was wir nehmen können. Oder was wir nehmen. Du hast auch zu viele Schiffe. Nein, ich muss erst mal gucken, was hier ist. Nicht zu viele. Man hat nie zu viele Schiffe. Display lesen von dem Rucksack. Ja, klar, brauche ich eine Lupe. Du kannst es mit der Kamera machen. Du kannst mit der Kamera hinzoomen. Das kann ich bestimmt nicht lesen. Dreh dich jetzt nicht dauernd! Ja, ich bleib stehen. Du kannst es am besten bei dir Orestas, machen. sitz! Nein, geh Ja? doch bei dir in die Außenansicht und dann dreh die Kamera, sodass du dir selbst auf den Rücken guckst. Und dann? Und dann drehst du die Kamera so hin, dass du genau hinten dran bist und dann tust Ja? du mit der F-Taste und mit Plus tust du dann hinzoomen. Oh. Jetzt. Ja, das war jetzt aber irgendwie nichts bei mir.
Mit der F-Taste, bist du sicher? Wenn ich F drücke, dann mit kommt... F4. F4 und dann F4-Taste. Ja, da sieht man nichts. Das ist viel zu klein. Genau. Doch, man kann, also man kann es, ich glaube, wenn man einen Screenshot machen würde, da könnte man vielleicht was lesen. Meins. Ja, also ich bin jetzt extrem nah dran. Ich versuche mal kurz einen Screenshot zu machen. Ups, jetzt bist du wieder gekommen bei mir. Und dann kann ich das ja mal gucken. Mehr Schiffe für Carolina. Ja, ich habe nicht so viele. So. Aber das ist auch manchmal gar nicht schlecht, weil ich kann mich doch eh nie entscheiden. So, gut, dann Hangar 3 müssen wir. Okay. So. Und wie gesagt, Brotsuppe, ich guck mal. Ich guck mal, ob ich dann, ob man da was lesen kann. Also ob man aus dem Screenshot was rausholen kann. Also ich glaube nicht. Wir können ja mal abstimmen. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist zu klein. Das ist eine Einkaufsliste. Ja, bestimmt. Für Suppe, was man alles braucht. So, willst du fliegen dann? Kann ich machen? Ja. Komm mal rein. Ich bin drin. Das dauert immer so ewig. Ja, das ist ein bisschen diesen. Ich muss nur kurz auf den Pilotensitz, um Starterlaubnis zu holen. Ja, mach mal. Gut, und wohin fliegt man? Nach Daymar. Daymar dann, wo wir vorher eigentlich... Genau, halt so Daymar und dann fliegen wir dort nach Kutre Ore. Mhm. Da waren wir schon mal. Da waren wir schon öfters. Das ist das... Könntest du mal aus dem Weg gehen? Ja, ich bin doch ganz dünn. Du bist ganz dünn, hast einen riesen Rucksack. Die drückt sich. Kommen wir da jetzt echt nicht aneinander vorbei? Nein, da kommen wir nicht aneinander vorbei. Oh, wo soll ich denn hin? So, jetzt. Alles gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso muss das alles so echt sein? Mach dich mal schlank. Man kann doch einfach auch so da durchpassen. Mach dich mal schlank hier. Ja, mit Rucksack und so. Oh, oh. Gut, also dann ist es jetzt quasi offen da oben. Ich denk's. Jetzt machst du gleich Doing. Du musst gucken. Ja, das sehe ich ja dann. Ich mach ganz langsam das, hier. Sobald es Doing macht, du, gut. Also, wenn es Doing macht, ist es zu. Und wenn es nicht Doing macht, dann ist es offen. Ja, war offen. Hat geklappt. Okay. Huiuiui. Gut, okay. Dann fliegen wir mal nach Thema Hausen. Brotsuppe. Es ist wieder hier. Brotsuppe also, hat echt schlimme Gedanken. Ja, das haben alle da irgendwie. Das macht mir Angst. Ja. Gut. Weiter geht's. Fahrwerk. Nach Thema. Ja, komm da, genau. Also ihr Ferkel. Also nicht wir, ja, ihr. Ihr habt diese Gedanken. Es ist. Ehrlich? Da bin ich mir nicht so sicher. Nein, Spaß. Corundle nicht. Aber alle anderen, oder wie? Oh. Also so. Jetzt sind wir hier bei Daymar. Und dann... Kutre Ore. Bitte nicht Kutre Ore closed, sondern nur Kutre Ore. Ah, okay. Hab grad dieses Klo... Hier.
haben wir es doch gleich gefunden. Ja, sehr schön. Ja. Halt dich fest. Mach ich schon die ganze Zeit. Ja. Ich flieg doch super. Es ist schon nur nichts passiert heute. Voll langweilig eigentlich. Ja, du hast das richtige Wort gesagt. Was? Noch nicht. Ja, kann noch kommen. Kann noch kommen. Alles klar. Drehen wir uns mal. Oh. Es ist wenigstens Tageslicht, da sieht man ja was. Ja, das ist schön. Ausnahmsweise. Sehr schön. Endlich mal hell. So. Das ist ganz schön schnell, das Schiffchen. Ja, geht. Ja, irgendwie schon. Gerade eben war es noch so viel weiter und dann schon fast da. So, und genau vor uns ist jetzt die Station und nebendran ist das große Sinkhole. Was Sinkhole? Ah, hier. Das Loch im Boden. Ah, ja, ich sehe es. Hallo, Loch. Das ist auch wieder diese komplette Steilvorlage wieder. Nein, gar nicht. Also, ich lande mal. Oh. Nee, du landest. Nee. Was soll ich machen? Wir fliegen in das Loch. Da reinfliegen. Kann ich. Wir fliegen in das Loch. Okay. Okay, das gebe ich die Stallvorlage. Alles gut. Ich denke mir nichts. Die anderen aber gerade. Ach. So. Ja. Wo ist denn da der Boden? Der dauert noch ein bisschen. Der ist tief unten. Ah, hier. Ich sehe ein bisschen was. Da. Ja. Okay. So, und dann, wenn du. Wenn du dir ein bisschen irgendwo anders parken, nicht direkt auf den Felsen, aber es geht eigentlich. Ja, da sind da überall so Steine. Ja, ich weiß, aber es gibt auch Ecken, die sind ein bisschen gerader. Und mit unserem kleinen Schiff kann man uns sich auch in eine Ecke stellen, weil dann kann hinter uns oder bei uns noch jemand landen, weil da kommt vielleicht noch jemand. Hm. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. So, genau, ja, da, das ist, genau. So. Das passt, so, genau. Piep, 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 piep. Gut. Okay. So. So, dann machen wir die Triebwerke aus. Aha, ja. Und dann stehen wir mal auf. Und dann stehen wir auf. So, und dann lege ich dir da hinten jetzt nochmal das Mining Attachment auf den Boden. Aha, jo. Wo? Moment, ich bin am Legen. Ich bin am Legen. So, da liegt's. Ah ja, winzig klein. Ja. Grab. Ich kann das nicht nehmen. Habe ich vielleicht irgendwas noch? Habe ich irgendwas in der Hand? Oder? Nein. Keine Ahnung, wann das liegen kann. Kannst du was anderes machen von den Dingen? Halt nicht Grab, sondern Inspect oder Store, ist ja egal. Ja, Inspect geht. Ich kann es anschauen. Gut. Alles ist klar. Wenn du es Inspect machst, dann. Toll. Drückst du jetzt mal kurz die F-Taste. Und dann, was nehmen wir dann da davon? Grab. Und dann machst du einfach Store. Dann ist es in deinem Rucksack. Sehr schön. Und dann, wenn du es, dann machst du dein Inventory auf,
tust es aus dem Rucksack raus und aufs Mining Attachment drauf, also aufs Multitool drauf. Klappt das so? Ja. Genau. Okay, gut. So, und dann hast du es. Super. Und wer ist das da? Ich hab's mir auch gerade gedacht. Ist das nicht Blank vielleicht? Der ist in Gruppe. Das dürfte er nicht sein. Den müssen wir eigentlich sehen, gell? Ach, Kommen da ist das. Ah. Der, der kein Psychopath ist. Hallo. Was? Den laden wir auch mal dann. Ja, das Huch, ist das hier... So, und wer ist das dann jetzt? Ja, ja, der sieht hier so böse aus. Ich habe auch gedacht, der erschießt uns jetzt vielleicht. Aber dann hast du nichts gesagt, dann habe ich gedacht, du kennst den bestimmt. Also, natürlich, natürlich. Ich kenne lauter so dunkle Typen hier. Wissen, ja, wir wollten meinen. Ja, mal zur Abwechslung. Knie dich mal hin. Hallo, der Schuh. So. So. Wieso hinknien? Ja, das ist hat er vorhin gemeint zum wegen dem Aufheben von den. Ach so, von den Sachen. So eine Sache. Ja, wir machen Bohrungen. Also, wo bist denn du jetzt hingesprungen? Ah, da hoch. Da hoch. Und ich bin jetzt gerade schon am gucken, ob hier schon die ersten Sachen zum Minern sind. Da musst du halt, kannst du halt dann mal deine Lampe anmachen und dann mal gucken, ob du hier schon die ersten Steine findest, wo du abminern kannst. Ich muss erst mal hier hochkommen. Also irgendwie bist du, glaube ich, woanders gelaufen. Ja, ich laufe gerade hier ein bisschen komisch durch die Gegend. Muss irgendwo da rüber. Ja. Hier. Da. Komm hier. So. Corondel zeigt mir den Weg. Doing. Ui, Horis, das macht schon irgendwas. Ja, ich bin hier schon am Arbeiten. Wow. Was ist gehört? Boah, sie zeichnet seine Verzweiflung. So, du hast da schon so Steinchen. Ja, ich habe hier schon meinen ersten Stein gemacht. Ich suche auch mal, ob ich irgendwas finde. Ja, such mal auch. Hier ist doch irgendwas. Das da. Ist doch so ein bunter Stein da. Ja. So. Wenn ich das jetzt mache, wie hole ich das auf 1? Dann musst du, nein, 4. Du musst mit 4... Auf 1 ist die Pistole. 1 ist Pistole, 4 ist dein Multitool. Und dann einfach draufhalten. Und dann musst du erstmal scannen. Dann muss er erstmal scannen, das Ganze. Ja. Und wenn er es gescannt hat, dann kannst du anschalten und dann mit der gedrückten Alt-Taste und dem Mausrad die Energie hochdrehen und dann natürlich gucken, dass er in dem grünen Bereich bleibt. Okay, das muss ich erstmal nochmal schnell ausprobieren hier. Wo ist denn da nochmal der grüne? Ach, da oben. Ah, okay. Genau, da oben. Und, was kreisende Bewegungen? Quatsch. Doch, kannst du machen. Also schon. Wie gesagt, wenn du ein bisschen kreisen tust, dann geht die Energie ein bisschen schneller hoch. Das dauert dann nicht ganz so lang. Aber du brauchst nicht unbedingt. Du musst dann nur halt gucken, dass du, wenn du oben im Bereich bist, dass du dann die Energie so regelst, dass er nicht weiter hoch geht oder nicht wieder runter geht. Aber wie gesagt, momentan muss ich sagen, geht's echt gut. Relativ gut. Also es läuft sehr stabil, das Minern, und es macht auch nicht so große Sprünge wie früher. Okay. Oh, ich glaube, ich habe es gleich geschafft.
Ja. Okay, und wenn du es gemacht hast, dann musst du die B-Taste drücken. Mhm. Und dann schalte da um auf den Sammelmodus. Und dann kannst du sammeln. Schon. Ist das der Sammel? Nee. Doch, passt. Doch, wenn es rot ist, sammel da. Wieso? Was machen wir denn? Okay, Moto. Ich frage mich gerade. Warte mal, hier unten Mining und dann Mining irgendwas Gate. Keine Ahnung was. Da sammle ich es dann ein. Nee, wenn der rote Strahl kommt, also wenn du umschaltest auf B und ja, du drückst drauf, dann ist ja dieser rote Strahl und dann tust du es aufsammeln. Jetzt. Dann fährst du einfach rum an, bei den Teilen da, wo die auf dem Boden liegen, musst du ein bisschen durch die Gegend Ding und dann zieht er die alle rein. Ja, jetzt endlich. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Und genau. Okay. Gut. Lauf mal weiter. Und dann laufst du weiter. Und du musst dann irgendwann mal jetzt da, wo dieses Knicklicht ist auf dem Boden, da musst du durchkriechen. Also musst du die X-Taste drücken und musst durchkriechen, weil dann kommst du erst in die richtige Höhle rein. Knicklicht am Boden hier. Genau, da hinten. Da gibt es ein Loch, wo man durchkriechen kann. War das irgendwie auf X oder so? Ja, genau, X. Jetzt. Juhu. Gemütliches Meinern. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Genau, wenn du durch bist, dann musst du nur aufpassen, dass du nicht irgendwo in ein Loch reinfällst oder so. Da gibt es nämlich ein paar. Oder mir einen Kopf anhauen. Und dann musst du da. Ja, Kopf anhauen macht eher weniger. Ich weiß. War ja nur ein Witz. Also, jetzt bin ich hier wieder. So. Wie viele hast du schon gefunden? Ich bin jetzt beim 5. Naja, wenn du jetzt da schon gelaufen bist, dann finde ich ja nichts. Da gibt's so viele. Da gibt es so viele, da musst du halt mal gucken. Okay. Licht anschalten, gucken und die Steine fallen auf, weil sie, wenn du mit dem Licht drauf gehst, dann leuchten sie. Da, in der Ecke. Dann machen wir mal wieder. Aber das ist jetzt ja wieder der falsche. Mining. Mining muss doch dran stehen. Genau. Also du musst dann wieder die B-Taste drücken. Genau. Also steht jetzt Mining dran und dann muss ich ja so nach oben. Dann geht's wieder, genau. Dann kannst du wieder minern. Und wenn du hier bist, zum Beispiel da, wo ich jetzt bin gerade, in meiner Gegend, das sind echt viele Steine gerade. Okay. Ich frage mich gerade... Hä? Aber wenn ich jetzt das Mausrad nach oben tue, geht nichts. Das mache ich jetzt. Alt-Taste. Die Alt-Taste gedrückt halten. Ja, stimmt. Okay, beim 5. Stein klappt es dann von allein. Hallo, Vincenzo. Also wie gesagt, ich muss sagen, von dem her läuft es echt gut, weil früher ist ja die Energie echt oft so hoch und runter gesprungen und alles. Das passiert jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich bin jetzt hier drauf, habe die Energie eingestellt und brauche sie auch nicht mehr zu ändern und kann das Ding dann minern, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass es überlad andauernd oder sonst irgendwas. Wieso? Hä? Wieso geht jetzt da nicht der Balken hoch? Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Da links. Weißt du? Ja. Warum?
Weil dann du irgendwie an einer Stelle bist, wo keine Energie reingeht in den Stein. Also warst du ja ganz nieder. Du musst ja hochdrehen. Du gibst ja kaum Energie rein. Ja, ich drehe jetzt das so mal ganz hoch. Zum Beispiel, schau jetzt das im roten Bereich, da tut sich ja gar nichts da links. Was ist denn gut. Das? Dann ist entweder ist der Stein dann verbuggt, das passiert ab und zu mal. Jetzt da geht irgendwie mal so ganz langsam. Genau, wie gesagt, es gibt 100. Ja, wie gesagt, es gibt Steine, die sind verbuggt. Da geht gar keine Energie rein. Das kann durchaus manchmal sein. Wenn du in einen Stein keine Energie reinbringst, dann nimm den nächsten. Geht der Balken nicht hoch, geht der Strahl nicht rein. Ja doch, jetzt sehe ich doch, jetzt geht's gerade. Manchmal, wie gesagt, manchmal brauchst du halt auch dann mehr Energie oder länger, Voll. Bis da was geht. Das sind halt dann Steine, die haben relativ große Resistenzen. Es ist, glaube ich, einfach wirklich so witzig, wenn man nur zuhört. Es ist, glaube ich, einfach nur witzig. Ich kann mich totlachen. Ja, es ist immer, wenn man hier was sagt und die Leute tun dann irgendwas draus basteln. Ja, genau. Oh nein, Headbang nochmal. Also gut, dann muss ich jetzt den Einsammelmode, der ist ja schon drinnen. Genau, und wenn du einsammelst, gell, dann kannst du zum Beispiel irgendwann, wenn du die meisten Steine eingesammelt hast oder alle Steine, kannst du einfach mal kurz die F-Taste drücken. Ja. Und wenn du die F-Taste drückst, dann leuchten überall die Steine auf, die noch einzeln sammelbar sind, wenn noch irgendwo rumliegen. Dann steht dort bei den Steinen halt Carry Store oder so und dann siehst du, ob du Steine vergessen hast. Okay, und dann kannst du dort mit dem Strahl hinhalten und im Nachhinein nochmal einsammeln. Da ist wirklich nur einer, glaube ich, im Eck. Genau. Wie gesagt, passiert öfters mal, dass du einfach die Steine übersiehst oder so. Und dann kannst du, wenn du die F-Taste gedrückt hältst, einmal dich bewegen und umgucken und dann siehst du die Steine noch alle. Oder? Hallo, kann er das manchmal jetzt mal einsammeln? Ja, und manchmal ist es auch so, dass du Steine mit diesem Traktor-Ding gar nicht einsammeln kannst, weil sie irgendwo festklemmen. Und dann gehst du einfach mit gedrückter F-Taste hin und machst Store. Und dann sammelt er die per Hand ein. Okay, gut. Ich glaube jetzt, ja, jetzt habe ich es. Habe ich. Also. Ist das hier dunkel? Ah, da hinten in der Ecke sehe ich doch was. Das ist wie an Ostern. Da ist auch noch mal was. So, jetzt kommt bestimmt einer und sagt, im Dunkeln ist gut munkeln. Mhm. Also, dann auf ein neues. Ja. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Alt. Was? Unser Schiff ist putt? Warum? Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh mein Gott! Was soll das? Ich weiß es gerade nicht. Ist da irgendjemand draufgeflogen? Ich habe das extra so schön an der Seite geparkt. Und irgendwie funktioniert das hier ja schon wieder nicht. Wir haben so komische Steine. Unser schönes Schiff. Immer mein schönes Schiff. Kann ich dir das auch dann noch in Rechnung stellen? Zu der. Nein, weil da kann ich ja nichts dafür. Doch, du hast da abgestellt. Du hast gesagt, ich soll es da an der Seite parken. Da drüben habe ich doch vorher noch mal was gesehen gehabt. Na. Dieser eine Stein, der hat irgendwie gerade auch nicht funktioniert. Also wie gesagt, bei mir war bisher jeder, der also bei mir hat irgendwie jeder funktioniert.
Brotsuppe, das hätte man gehört, wenn da was gewesen wäre. Steinchen, wo bist du? Soundbug ist mal, ist gerade keiner da, weil ich höre gerade alles bei mir. Was Soundbug? Oh, ich muss mal aufrecht sitzen, aber da bin ich fast aus dem Bild draußen. Das tut dir nicht irgendwann immer der Rücken weh, oder ist das? Na, guter Stuhl. Wie so schön heißt. Sitzt du immer so schön aufrecht? War das jetzt dieser Stein, den ich vorher gesehen habe? Das weiß ich jetzt natürlich auch noch mal. Das ist die Frage aller Fragen. Nein, Hilfe. So, alt und dann so hoch. Wieso bewegt sich dieser Balken da nicht an der Seite? Irgendwie ist das komisch, muss ich sagen. Ja, du musst dann einfach mal ein bisschen dich bewegen, also das Ding bewegen und vielleicht eine Stelle suchen, wo die Energie reingeht. Wie gesagt, es gibt immer mal Stellen am Stein, da geht keine Energie rein. Wo geht die Energie rein? Da muss man sich ein bisschen, muss man einfach mal gucken, ein bisschen. Alles klar, Vincenzo. Schön, dass du reingeschaut hast. Ciao. Also irgendwie geht dieser Balken nicht nach oben. Oristas hat einen guten Stuhl, dann läuft's. Ja, sauber. Guck, ich mache hier so nach oben, das ist jetzt auf 100 und dann geht da drüben aber nichts weiter voran. Mach irgendwas falsch. Meine. Ja. Ja, wo ist das? Bei dir geht's bestimmt, oder? Ja, einwandfrei. Warum bei mir denn nicht? Ich weiß nicht. Ah. So, hier ist doch nochmal sowas, oder? Ist das so ein Stein? Ja, aber wie gesagt, wenn du ihn nicht scannen kannst, also da drüben, das ist, glaube ich, der, den ich schon weggemacht habe. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Ja, also wie gesagt, das sind dann die Überreste, die dann übrig bleiben, wenn man wegräumt. Laufen wir mal ganz woanders hin. Hier. Der ist doch schön. So. Also, wo ist das? Ich nehme mit vier des Dings raus. Dann mache ich rechte Maustaste. Mining ist ausgewählt und dann muss ich alt machen und nach oben machen, oder? Genau, du musst das, der muss aber noch gescannt sein, dass die Anzeige auch da ist. Die Anzeige mit dem grünen Balken? Ja, genau. Ja, das ist schon da. Gut, also, und dann drehst du die Energie hoch und dann legst du los. Ja, jetzt geht's. Ich glaube, ich habe vorher was vergessen. Ja, das Tages-Giveaway, gell? Nicht vergessen. Heute gibt's wieder was zu gewinnen. Es gibt nicht heute, es gibt immer was zu gewinnen. Immer. So, wann ist denn das jetzt endlich mal in dem grünen Bereich da?
Jetzt. Da muss man sich voll konzentrieren. Ja, es ist am Anfang, wenn man es, bis man es ein paar Mal gemacht hat, ja. Aber ansonsten geht es dann nicht. Also, meine geht fast im Schlaf, wenn, wie gesagt, wenn es gut läuft und wenn das Ganze nicht rumzickt, dass dann die Energie hoch runter geht und dass man es nur schwierig einstellen kann, dann geht es eigentlich echt super. Super. Ja, jetzt hat's geklappt. Das ist doch schön. Habe ich jetzt alles? Ja, der da noch. Gut. So. Ich muss jetzt, glaube ich, tatsächlich mal nur das Headbanging einlösen. Ich vergesse das immer. Nee, gar nicht mehr, Rico. Ich vermisse das schon. Aber wo ist das? Du musst dann mitmachen. Das ist sonst, ich muss mitmachen. Ja, sonst ist es nicht schön. Na gut. Das war ja zweimal gefordert. Ja. Dann müssen wir. Musst du doppelt so lang machen. Doppelt so lang. Das heißt, statt 5 Sekunden 10. Okay. Gut. Oh, dann machen wir mal die Verschnaufpause. Was? Hast du deinen Rucksack schon voll? Nein, aber jetzt müssen wir hier unseren Aufgaben nachkommen. Was hier gewünscht wurde. Mein Rucksack voll. Wahrscheinlich nur lang nicht. Was? Ein Karolinger. Ins Bett geschickt. Ah, der geht noch nicht ins Bett. Also, gut. Dann brauchen wir hier eine Rockmusik und dann bist du bereit. Wo ist das? Moment, ich muss hier noch kurz einsammeln. Ich muss noch schnell was trinken. Ja, yeah, ich muss hier kurz mein wertvolles Hadanit einsammeln. Oder Aphrodite. Wo ist das? Sag ja, mal Aphrodite. Zu Aphrodite. Hast die Aphrodite eingesammelt? Ist das schon im Rucksack? So, also. Immer wird man verarscht, gell? So, dann machen wir jetzt mal die andere Kappe aufsetzen, dass man das hier machen kann. So, oh Mann. Das geht eigentlich auch mit dem. Ich halte das einfach fest, oder? Ah, nee, ich glaube doch. Mit was geht's dann? Nee, mit den Kopfhörern da. Also, brauchen wir noch Musik. Hallo, dann musst du runterzählen. Dann ja? Musst du runterzählen. Okay, gut. Moment. Oh, mir tut alles weh. Also. 3, 2, 1 und los! Ja. Ah. Ja. Länger geht's nicht. So. Ich lass mal den da auf, dann jetzt gleich. Okay. Wieder von der Arbeit ja, abgehalten. Wird's besser? Ah, okay, gut. Ja, das muss man auch üben. Alles muss man üben. Ja, früher hat man mich ja gar nicht gesehen. Hui, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden das jetzt waren. Ah, egal. Das weiß ich auch nicht. Gut.
Wo sind denn jetzt hier noch so Steine? Überall, überall. Ich bin blind. Du hast ja alle hier gefunden. Ja, das ist also, diese Höhle ist ja riesig. Also, da alles finden ist so ein Ding. Jetzt habe ich was. Yippie. Aber jetzt kapiere ich's. Habe ich ja gesagt, wenn ich mal einen Park macht. Übung macht den Meister. Das stimmt. Oder, jetzt war gerade kurz mal die Anzeige weg. Was war das jetzt? Das war einfach, dann bist du in einen Bereich gekommen, wo der Stein nicht gescannt werden kann oder nicht gemeinert werden. Oder sonst irgendwas. Nur in der Mitte. Alles klar. Bis der dann endlich mal da oben immer ist, in dem grünen Bereich, gell? Das dauert manchmal schon. Ja, wie gesagt, das kommt immer darauf an, dann, wie gesagt, was für eine Resistenz das Ding hat oder so. Und manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Aber oftmals ist es auch so, dass dann zum Beispiel gerade diese Steine, die relativ hohe Resistenzen haben, dass die auch relativ viel einbringen, also viele kleine Steine runterfallen. Na, schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ja, Mariko, ich muss jetzt wieder arbeiten bei Horistas. Ja. Muss ja was tun hier für mein Geld. Schafe. Für das kaputte Schiff, für die Rüstung, für den Rucksack, fürs Mining-Tool. Eben, ich muss meine Schulden nur abarbeiten beim Horistas. Also, warte mal. Wie viel habe ich denn? Ich habe schon ein paar Schulden. Die 47, was war das? 47.000 und 70.000 für die eigenen Sachen, für den Rucksack und für das Zeug. Genau. Und noch ein paar andere Sachen. Dann das Schiff ist kaputt. Ja, das ist Schulden auf Lebenszeit. Mhm. Ich glaube auch. Saugst du jetzt mal da ein? No target. Wenn du dann mal, wie gesagt, wenn du den mal fertig hast, kannst du ja mal gucken, was du schon hast. Ja, noch nicht so viel. So, da ist jetzt alles weg. Da liegt noch einer. Dann schaue ich mal, ja. Okay, so. Wie kann ich da jetzt gucken? Einfach aufs Inventory und dann in deinen Rucksack reingucken, wie viele Steine das da drin sind. Mhm. 10, 1, 17. Ja, da stehen jetzt, dann da steht ja dann immer, was für Steine das also ist. Also hat er nicht. Ja, hat er nicht 17. Dollywein? Dollywine? Dollywine. Wie sprichst du das aus? Dollywine, sag ich immer. Keine Ahnung, wie es ist. Ach, schade, ich habe gar keine Aphrodite. Keine Aphrodite? Ach Gott, die arme Aphrodite. Die müssen wir noch finden. So. Okay. Gut. Und also ich habe 34 Steine Dollywine, 24 Steine Aphrodite und 36 Steine Hadanit. Angeber. Ja, und ich habe gerade gesehen, dass der Bug vom Rucksack immer noch da ist. Welcher? Ganz einfach, es gibt einen Bug,
dass du, wenn du die Sachen, also wenn du einen Rucksack anhast und die Sachen mit dem Traktor-Ding einsaugst, dass der Rucksack, dass es immer weiter in den Rucksack drin reingeht, auch wenn er schon voll ist. Also mein Rucksack ist aktuell zu 188% voll. Aber ist ja praktisch, wenn du mehr reinkriegst. Ja, stimmt. Ja. Eigentlich schon, aber eigentlich ist es auch, wie gesagt, es ist auch, aber auch ein kleiner Bug halt. Ja, stimmt halt irgendwie auch nicht ganz. Ja. So, da haben wir doch noch was. So. Der muss jetzt dran glauben hier, der Stein. Unser Giveaway-Video fehlt noch. Oh ja, stimmt. Stimmt, ist dann noch schon, auch schon 9. Das sieht man wieder, wie schnell das die Zeit vergeht, wenn man arbeitet. Ja, genau. Das stimmt. Und das Tages-Giveaway müsste doch jetzt verlost werden demnächst. Oder? Das stimmt. Ja, ich denke schon. Das macht ja uns Mariko dann. Genau. Bisher ist mir jetzt noch keiner so richtig um die Ohren geflogen. Also es ja, war das immer ist schön auch, wie gesagt, im grünen Bereich. Genau, wenn das läuft und wenn die Energie nicht so schwankt, alles, wenn man es schön einstellen kann, dann funktioniert es auch super, richtig super. Also momentan muss ich echt sagen, also ich jetzt gerade, so wie es jetzt läuft, meiner ich jetzt echt wieder gerne. Jetzt geh mal wieder da hoch, da du. So, aber was ich jetzt mal mache, ja. Ich gehe mal zurück. Und zwar, wenn du in den Eingangsbereich der Höhle gehst. Also da, wo wir hergekommen sind. Ja. Und von dort aus kannst du dann nämlich aufs Inventar der Kutro-Ore-Mine zugreifen. Aha. Das heißt, du brauchst dann dementsprechend nicht mal aus der Höhle rauszugehen oder sonst irgendwas, sondern du kannst direkt im Eingangsbereich dieser Höhle, das ist der Bereich kurz bevor du, also da, wo du gekrabbelt bist, also wenn du rausgekrabbelt bist, ja, aus diesem Teil, ab dem Zeitpunkt kannst du dann auf das Inventory von Kutro-Ore zugreifen. Und dann kannst du nämlich einfach deine Sachen direkt ins Menü, also ins Lager von Kutro-Ore schmeißen und dann ist auf jeden Fall safe, dann kann nichts mehr passieren. Das heißt, selbst wenn du dann jetzt sterben würdest oder sonst irgendwas wäre, ist das Zeug safe in Kutro-Ore. Okay, also das müssen wir auf jeden Fall nur machen sozusagen. Genau, und jetzt gerade zum Beispiel, jetzt wo unser Schiff kaputt ist, wir würden ja jetzt erstmal nicht wegkommen. Ja. Ja, warum ist denn das jetzt eigentlich kaputt? Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ja eine Sauerei. Genau, und deswegen kannst du jetzt einfach zurückgehen und kannst dann das Zeug nach Kutro-Ore machen. Mhm. Ins Menü und dann, ja, hast du deine Sachen safe. Okay, ich mache noch hier mal dieses Steinchen da. Und dann laufe ich da mal zurück. Genau. So. Stimmt, da unser Schiff liegt in 10.000 Brocken da. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, den hat man schon abgedingst. Bumst. Oder? Ja. Ich glaube schon. So, Dala, okay, dann muss ich jetzt mal. Okay. Irgendwo dahinter. Hier liegt nur ein zweites Schiff, wo auch kaputt ist.
Also oh, entweder ja hat wirklich komisch jemand eine Bombe reingeschmissen. Oh, jetzt bin ich irgendwie hier voll abgestürzt. Was soll denn der schmarren? Müssen wir hochkraxeln. Oh. Shit. Das mag ich ja gar nicht. Das klappt ihm überhaupt nicht. Aber den gelben Dingern, da geht es doch. Genau. Voll runtergestürzt. Okay, jetzt muss ich irgendwie darüber. Ja, jetzt bin ich wieder oben. Juhu! Das ging ja schnell. Hallo, Kaltal. Kälte. Intel? Was? Was? Wo? Kälte oder Kaltal oder so. Ach, ja, ich habe eben nur Glendatu gesehen. Ich habe gedacht, was ist Glendatu? Wie sprichst du Glendatu aus? Hallo Glendatu natürlich auch. Und Froschkönig. So, ich muss jetzt mal irgendwie hier, glaube ich, wieder. Hier muss ich jetzt wieder durchkraxeln. Genau, da musst du durchkraxeln. Robben. Robbt so langsam. Oh. Heile mit Weile, wie es so schön heißt. Jetzt wird gleich das Tages-Giveaway verlost. Eile mit Weile, ja. So. Bin ich dann gleich da. So. Jetzt muss ich mir das hier mal anschauen. Ja, da ist halt irgendjemand da reingeflogen oder was? Keine Ahnung. Entweder wirklich so, wie es gesagt worden ist, vielleicht hat irgendeiner von oben mit einer A2 eine Bombe reingeschmissen. Oder ist einer hier runtergeflogen und auf unserem Schiff aufgeschlagen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, was sein ja, kann. Das hier ist noch ganz von Corondel und das andere hier geschrottet. Genau, der ist ja auch gerade gekommen erst. Jetzt. Okay, so. Und jetzt muss ich das irgendwie auf die Stadt, also auf Kutre Ore tun, hast du gesagt? Genau, und das kannst du dann einfach jetzt da, genau da, wo du bist, einfach die I-Taste genau fürs Inventory. Und dann. Und dann hast du dein Local Inventar darüber? Und das Local ist, genau, und das Local ist Kutre Ore. Genau. Tun wir darüber. Und das passt ja dann schon. Genau. Und das ist auch das Schöne zum Beispiel, was jetzt ganz natürlich, was echt super ist dadurch, ist, wenn du jetzt halt ja nicht mehr wegkommst. Das heißt, du eigentlich sitzen, wären wir jetzt allein, würden wir alleine spielen oder so, müsste man dann entweder ein Service-Beacon erstellen, um uns abholen zu lassen oder sonst irgendwas, weil wir hier von hier nicht wegkommen. Ja, ja. Oder du kannst natürlich sterben. Ja. Du kannst natürlich sterben, aber dann liegt halt deine Leiche mit deiner gesamten Ausrüstung. Wäre alles weg, gell? Auch hier. Ja. Und genau. Und das ist das Schöne. Jetzt kannst du natürlich dich hier einfach alles, was du an dir hast, ausziehen und auch oben in nach Kutre Ore reintun. Das heißt, den Rucksack, dein Mining Tool, dein Undersuit und so weiter. Und dann stirbst du. Wenn du dann stirbst, dann liegt dein ganzes Zeug natürlich sicher hier in Kutre Ore. Also tu jetzt alles und in meinen Rucksack rein. Oder? Nein, nicht in den Rucksack, nein. Also du kannst alles ins Local Inventar von Kutre Ore machen. Alles, was du an deinem Leib hast. Okay. Dann machen wir das. Dass du eigentlich dementsprechend hier nackig dastehst. Fertig. Genau, und wenn du nackig bist, dann kannst du, dann tust du sterben, dann bist du zurück in Horizon. Ja. Und kannst dann im Endeffekt das Spiel beenden, wenn du willst. Boing. Jetzt bin ich umgefallen. Genau.
Genau, und wenn du dann das nächste Mal wieder zum Beispiel hier zum Minern gehen willst, dann brauchst du keine neue Ausrüstung zu kaufen oder sonst irgendwas, sondern du gehst einfach her, fliegst hier nach Kutroore und hast wieder alles hier in Kutroore und kannst direkt dich einfach anziehen. Ja, aber ich muss extra, also da halt hin. Das muss man schon. Ja, ja, her muss man natürlich. Her muss man. Aber im Endeffekt hast du immer deine Ausrüstung hier. Oh, ich hätte ja beim Corondel einsteigen können. Das kannst du natürlich auch. Oder jetzt bin ich tot schon. Du hast gesagt, ich soll sterben. Ich mache natürlich alles, was du sagst. außer Alt-F4 natürlich. Ich wollte nur sagen, was du machen kannst oder was man machen kann. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es machen musst. Na jedenfalls, wie gesagt, das nächste Mal kommst du einfach wieder hierher. Du brauchst dann keine Ausrüstung dir zu holen, neue oder sonst irgendwas, sondern du hast immer gleich deine Sachen hier gelagert. Okay. Und du brauchst das nächste Mal auch nicht dann in Kutroore irgendwie erst zu halten, sondern du kannst direkt wieder runterfliegen mit einem Schiff, kannst dich hier unten umziehen. Ja. Und kannst dann minern und dann machst du genau das gleiche wieder. Wenn du fertig bist, tust du alles wieder hoch in die Station und hast wieder oben alles fürs nächste Mal. Okay. Und irgendwann, wenn du dann Lust hast mal, fliegst du her zur Station, tust alles, was in der Station ist, an Erzen, die du gesammelt hast, einladen und dann verkaufen. Also muss man auf jeden Fall nächstes Mal da wieder hin. Ja, okay. Also ich. Da kannst du öfters hin. Also wie gesagt, also ach, wenn man gute Ohre. Wenn man minern will, dann kann man öfters mal hin. Ja, alles klärchen. Augen auf den Chat. Wer ist denn jetzt gezogen worden? Hawk Darleiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, ich habe irgendwie deinen Namen falsch ausgesprochen, laut Mariko. Oder was heißt falsch? Er fand's lustig. Wie auf Deutsch? Korondal. Korondal? Oder wie? Nee, Korondal. Koron und dann Dal. Ja, also, Korondal. Das ist jetzt noch die... Jetzt müssen wir noch ausmachen, wie das betont werden muss. Oh nein, Headbanging. Von Soul Dragona. Also es ist manchmal schon schwierig mit den Namen. Genau, so also, wie ich sie Korondal. Ja, ich weiß nicht. Nein, Korondal. Ich sag Korondal. Ich sag eigentlich... Also wenn ich einen Namen lese, dann denke ich immer, der muss eher Englisch ausgesprochen werden. Ich sage ja auch nicht Havdaligtr, sage ich ja auch nicht. Oh, und übrigens ist das ja auch ein interessanter Bildschirm. Weiß gerade gar nicht, da geht gerade gar nichts vorwärts. Ich glaube, das ist hängen geblieben hier. Das kann sein, irgendwie so wie es aussieht, hängst du irgendwie jetzt gerade zwischen allen Dingern. Oh, was mache ich da jetzt? Exit einfach. Exit? Was soll ich machen? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, eigentlich irgendwo im Krankenhaus, gehe ich mal davon aus. ja gut, wenn du im Krankenhaus bist, dann versuch mal die Z-Taste zu drücken, vielleicht, dass du aufstehst oder so. Vielleicht liegst du ja im Bett und es wird nur falsch angezeigt. Was soll ich? Z ja, zum Aufstehen. Das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon. Oder dann nochmal Backspace, nochmal sterben. Im Krankenhaus nochmal sterben. Ja. Hock, Starleiter kriegt. Da Havok, da liegt er. Machen wir noch Party. Wenn du schon tot bist, kannst. Also muss ich nochmal sterben. Ja. Oder Witzchen. Witzchen. Ja, aber den müsste man ja auch so aussprechen, wenn man es nicht Englisch ausspricht. Man müsste viel. Okay, ich merke es mir jetzt. Korondal. Korondal. Nach Rüst.
Also, Orissa, sie muss jetzt ins Menü gehen, weil das hier funktioniert nichts mehr. Ja, da hast du kaputt gemacht. Ja, ich denke mal. Spiel kaputt gemacht. Und außerdem müssen wir noch mal Headbanging machen. Ich bin hier am Arbeiten. Ich kann kein Headbanging. Hab noch Arbeitszeit. Arbeiten. Im Krankenhaus sterben. Ja, leider. Schrecklich. Bestimmt jemand den so Namen viel. Tanzt. Ja, tanz deinen Namen. Was tanzt man? Was? Der Rico schreibt nur irgendwas. Als Lehrerin bist du. Ja, genau. Wenn ich eine Lehrerin ja nur wäre, gell? So. Gut. Dann müssen wir jetzt Headbanging machen? Horis, das komm einmal noch. Ich mach. Nein. Ups, shit. Vor lauter Headbang. Hilfe! Was jetzt? Bin ich in den roten Bereich gekommen. So geht's mir auch öfters. Ich komme auch öfters in den roten Bereich. So, jetzt. Oh, jetzt bin, also jetzt das bin Ding ich. Ich bin jetzt im Menü. Ah, Mist! Jetzt ist mir der Stein um die Ohren geflogen. Autsch, ja, das tat weh. Das passiert, wenn man nicht konzentriert ist. Okay? Ja, das merkt man dann. So. Hock da, Leiter, der hat jetzt gewonnen, gell? Oder? Ja. Ja. Wenn er Claim gemacht hat, ja. Dann herzlichen Glückwunsch! Also, so. Jetzt müssen wir Headbanging machen, hilft nichts. Horis, das macht dich bereit. Ja, Mann, was wir nicht so alles machen müssen. Ja, Moment! Ich muss hier erstmal Ding. Ich muss hier kurz mal ein Madpen nehmen, das ich nicht besitze. Okay, dann müssen wir mal Headbanging machen. Manna. So, los geht's. Manna. Geht das auch links und rechts? So als Ausgleich? Weiß nicht. So. Ja, nee, kannst du machen. Oh, nee, das tut im Kopf. Ich erlaub's dir. Nee, das tut im Kopf weh. Nein, das tut. Was? Es geht schon los! Was geht los? Dann mach! Ja! Oh. Los! Ihr könnt mich nicht sehen! Katze! Gut! Oh Gott. Mir geht's gerade nicht so gut. Mir auch meinem nicht. Char auch nicht. Ich krieg Kopfweh. So. Ich sehe alles, alles verschwommen gerade. Oh. Ja, das kommt davon, wenn einem so die Steine um die Ohren fliegen. Ja, ich schau hier nur das Menü an. Schau. Aber, genau. Wisst ihr, was ihr jetzt so anschauen dürft? Jetzt dürft ihr noch das Giveaway-Video anschauen. Das hat heute irgendwie echt lang gedauert, bis das. Das stimmt. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Tschüss. Yeah. Giveaway. Geht das? Oh, ich mach das lieber hier.
So, da sind wir wieder. Jetzt durftet ihr wieder das schöne Giveaway-Video anschauen. Das halt irgendwie, ich weiß nicht. Das haben wir halt die ganze Zeit, an das haben wir irgendwie die ganze Zeit nicht gedacht. Beziehungsweise wir waren immer so schwer beschäftigt einfach. Ja, es ist manchmal, gell? Manchmal, wie gesagt, also es geht mir manchmal auch so. Also gerade sonntags oder so, manchmal machst du hier 3 Stunden, 4 Stunden, denkst du, oh, irgendwas haben wir vergessen. Und ach, Giveaway-Video haben wir vergessen. Ja. Könnte man nach 4 Stunden mal irgendwann machen. Genau. Hallo Baba, es gibt dann Papa. Natürlich. Servus. Und es gibt natürlich auch immer die Tage, wo du nach einer halben Stunde denkst, ey, sollte ich nicht gleich das Giveaway-Video machen? Hier läuft ja gerade gar nichts. Ja, genau. So ist es. Manchmal geht die Zeit ratzfatz vorbei. Genau. Das stimmt. So. Aber wie gesagt, ich denke, das wird nämlich jetzt, also der Server hier, der ist jetzt echt gerade eher tot. Es lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Großartig, nee. Was Neues anzufangen, weil es dann genau, sowieso also gleich... Genau, also ich komme, wie gesagt, du brauchst auch gar nicht mehr auf den Server zu kommen, weil bei mir ist jetzt gerade, dass ich einen 500er Ping habe aktuell und bei mir kommt es auch gerade, dass ich nur schwarz habe und nicht mehr ins Bett komme, also ins Krankenhaus, also so wie bei dir vorhin auch. Ja, genau, ja. Also naja, egal. Ich denke, bei mir geht auch gerade nichts mehr. Ja. Waren heute auf jeden Fall fleißig bei Minern. Es hat wieder Spaß gemacht. Leider wissen wir nicht, was wir verdient haben. Ja. Aber können wir das nächste Mal gucken. Ja, und ich habe jetzt alles auf Coutre Ore. Wie spricht man das denn eigentlich aus, richtig? Das ist doch Englisch, oder? Keine Ahnung. Wir sind hier in Deutschland. Wir sprechen so aus, wie es heißt. Coutre Ore. Ja, weil wir es vorher doch von hier... Ja... Namen aussprechen und so hat. Ja. Naja, du kannst auch sagen, wir fliegen zum Mining Hotspot. Okay. Dann weiß auch jeder, weil das ist eigentlich der Hand Mining Hotspot in Star Citizen. Für Aphrodite. Für Aphrodite, genau. Die gut. Aphrodite und der Dolovis. Der Dolovin. Ja, genau. Und dann kommt noch der Herr Hadanit. Die Frau Hadanite, oder? Da schreibt man mit E hin. Die Frau Hadanite. Na gut, so viel dazu. Dann tun wir noch jemanden raiden. Da hat der Mariko schon jemand. Genau. Was? Gesundheit? Ich habe nicht genießt. Warum? Wer hat genießt? Ich nicht, ich auch nicht. Nein, habe ich nicht. Ach so, gute Ohren, oder was? Ich wünsche euch heute auch noch eine gute Ohren, gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Wenn ihr wollt. Mariko, wir haben es gesehen, es läuft, wir haben genau. Nur ein paar Sekunden. Gute Woche und bis morgen. See you in the verse. Ja, morgen bis morgen. Morgen wieder Horistas, genau. Und Solanum. Und Mittwoch Solanum. Mad News. Und am Donnerstag. Halt, stopp, nein. Nein, Caro ist morgen. Morgen ist genau. Morgen ist Caro länger, weil der am Donnerstag nicht kann. Deswegen machst du am Donnerstag genau. Dann. Gut, ja. Genau. Morgen Caro. Und ja, ihr wisst ja. Ihr seht ja dann, wer da sitzt. Ja. Genau, und dementsprechend. Sage ich jetzt bye bye und Mavliko, drück aufs Knöpfchen. Tschüss.